Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Die Angry Film Fans übernehmen. Wir haben hier die 30. offizielle Folge sozusagen. Der Andi ist gerade im Vorbereitungsstress für Stuttgart und München und kann daher leider nicht teilnehmen. Aber das ist egal, denn ich habe hier für diesen wunderbar superheldigen Special Cast auch einige ganz, ganz tolle dunkle Ritter der Nacht versammelt. Zum einen haben wir den donnernden, dominierenden Dominik. Hi. Hi. Leider kriege ich meine Batman-Grabestimme gerade nicht hin. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und außerdem haben wir den patenten Pfunzkerl Patrick. Hi. Ja, ich krieg meine Batman-Stimme auch erkältungsbedingt nicht hin, aber... Aber das wäre doch die beste Voraussetzung dafür. Das stimmt. Und einer eurer anderen Moderatoren, oder besser gesagt der letzte Moderator, ist die lästige Labertasche Lasse. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu diesem Special Cast, zu einem ganz besonderen Anlass. Und zwar, die Nachrichten sind noch relativ brandheiß in den News. Wir haben offiziell eine neue Batman-Besetzung in der Gestalt von Robert Pattinson. Und wir haben deshalb etwas ganz Bestimmtes vor mit dieser Folge. Wer von euch möchte denn gerne mal erklären, was unser Plan für diesen kleinen Cast ist? Ja, wir hatten den relativ spontanen Einfall, diese Ankündigung dazu zu nutzen, einfach mal über alle Batman-Darsteller zu sprechen und natürlich dann auch zu überlegen, wie sich Robert Pattinson da potenziell einreihen könnte. Ganz genau. Ich hätte es nicht besser erklären können. Ja. Danke sehr. Sehr gut. Wir beschränken uns hier auf die Realfilme. Was bedeutet, dass wir leider bestimmte Animationssachen und so weiter aussparen müssen. Vielleicht mit einigen lobenden Erwähnungen hier und da, aber dazu kommen wir eventuell später. Ja, so Honorable Mentions für ganz genau. Kevin Conroy. Ja. Richtig. Und nicht zu vergessen, dann haben wir auch noch, warum komme ich jetzt nicht auf den Namen? Das ist vielleicht peinlich. Dann haben wir selbst. Nein, das ist ein Lego Batman. Will Arnett. Ja, Will Arnett. Oh Gott, ja, Will ja. Arnett. Vielen Dank. Oh, den müssen wir wirklich erwähnen. BoJack Horseman, verdammt. Ganz genau. Na gut, deshalb fangen wir an allgemein mit dem 66er Film, wie er auf Deutsch heißt, Batman hält die Welt in Atem, selbstverständlich eine Adaption der Camp-TV-Serie mit Adam West als der nicht ganz so dunkle, bekapte Ritter. Hat irgendjemand von euch etwas zu Adam West zu sagen? Es ist mit der trashigste Batman. Er ist im Prinzip Austin Powers, nur ohne Pipi-Kaka-Humor. Sehr geil, ja. Das ist schön zusammengefasst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da überlegen, ob ich mal irgendwo ein paar Folgen von der TV-Serie gesehen habe, die auf ihre Art ja wohl irgendwo Kult ist. Ich weiß nur, also ich habe diese Dings teilweise gespielt, diese Lego Batman Games von Traveler's Tales, nicht Telltale, darf man nicht verwechseln. Ja, ich habe die auch gespielt. Und da habe ich gehört, dass die sich halt sehr doch orientieren vom Humor her, zum Beispiel auch an Adam West's Batman. Aber ansonsten kann ich da gar nicht viel zu sagen, leider. Ja, ich habe einen Videozusammenschnitt gesehen, zum Beispiel auf YouTube, der Batman Schlaumeier-Sprüche. ich denke, den hat so gut wie jeder gesehen. Und ein paar Clips aus dem Film hier und da. Natürlich kennt jeder die berühmte High-Szene. Und die Bombenszene. Die Bombenszene hat mir meine Mutter vor kurzem geschickt. Die ist genial. Wie genau. Ging ihr noch gleich? Sometimes, sometimes you just can't get rid of a bomb. Genau. Ja, das ist ja schon wandelndes Meme irgendwo auch dann, ne? Herrlich, absolut. Der Typ ist generell ein wandelndes Meme. Und es gab auch noch zu seinen Ehren zwei Animationsfilme. Wer da mal reinschauen will, ohne sich dieser 66er-Jahre-Optik hinzugeben, der kann damit auch schön in Nostalgie schwelgen. Man hat ja ihm zu Ehren auch in London oder wo war das, am Hollywood Walk of Fame ein grünes Bat-Signal im Adam West-Stil nach seinem Tod. Stimmt. An den London Boulevard gestrahlt. Ja, der ist irgendwie erst vor ein, zwei Jahren, oder ist der erst verstorben, glaube ich, ne? Ja, das ist gar nicht letztes lange. Letztes Jahr sogar? Genau. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur noch, dass der, also in erster Linie kenne ich ihn tatsächlich von seinem Gastauftritt in King of Queens. Oh. Da gibt es ja diese Handlung, wo er mit, wo hier Spence Olchin, also hier Patton Oswalt in King of Queens, wo der irgendwie zu so einer Expo fahren will
Und dann Lou Ferrigno ist ja bekanntlich der Nachbar in King of Queens. Also ja. Lou Ferrigno, der sich selber spielt. Ja. Und Spence will erst mit ihm unbedingt dahin. Und dann trifft er aber, glaube ich, irgendwie durch Zufall, ich glaube, in der U-Bahn trifft er irgendwie auf Adam West und, naja, will dann halt mit ihm dahin. Und am Ende rächen sich halt beide an ihm. Ja, und nicht zu vergessen, er ist bei Family Guy Bürgermeister West gewesen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Da kenne ich ihn vor allem her. Ja, ansonsten kann ich leider nicht viel zu ihm sagen, obwohl ich schon, also ich habe ein bisschen was von ihm gesehen. Ich kann schon verstehen, der ist auf seine Art schon irgendwo Kult. Ja, und es ist angemessen für die Art von Film, dass es ist. Er macht das herrlich, selbstironisch, es ist liebenswert. Es ist halt nicht Batman in dem Sinne. Es ist diese total bescheuerte Cap-Version von Batman. Aber es ist sehr liebenswert. Und der macht das mit viel Charisma und dem richtigen Maß an Augenzwinkern. Und deshalb funktioniert das für sich. Das Ding lief ja auch in der Playboy-Villa von Hugh Hefner rauf und runter und dadurch hat das so eine gewisse Popularität erlangt. Da lief bestimmt nicht nur das rauf und runter. Das ist mir schon klar. Beton liegt auf rauf und runter. Hey yo! Und schon sind wir bei diesem Niveau angekommen. Wir waren noch nicht mal 8 Minuten drin. Neuer Rekord, liebe Hörer. Ja, wir sind der Tele-Stammtisch, ja? Wir haben den Punkt zu verlieren. Ganz genau. Komm, es ist eine biergesellige Runde, da kann sowas passieren. Ich habe hier Mineralwasser stehen. Ja, und ich Eistee, auch. Der schon leer ist und ich habe jetzt keine Lust aufzustehen, mir einen neuen zu holen. Ja, dann würdest du auch rausfliegen. Hohe Sie sind raus. Na gut, aber das war's soweit mit Adam West. Die erste richtige Dunkle Ritter-Inkarnation, die wir hatten, gab es in dem 89er Tim Burton-Streifen Batman, ein Mega-Erfolg damals, ich glaube absoluter Rekord, 50 Millionen Dollar Budget, 500 Millionen Dollar Einspielergebnis weltweit, diesem Ding war nicht auszuweichen und im Vorfeld sehr kontrovers und das kennen wir inzwischen von fast allen Batman-Besetzungen oder Besetzungen, die mit Batman allgemein zu tun haben, sehr kontrovers diskutiert wurde die Besetzung von Michael Keaton, weil er davor nur aus Komödien bekannt war, unter anderem Mr. Mom und Tim Burtons Beetlejuice, was vielleicht auch ausschlaggebend war in dem Sinne, weil ihm gefallen hat, was er dort gemacht hat. Aber ja, wenn es damals das Internet gegeben hätte, dann wäre das genauso abgelaufen wie jetzt gerade. Ganz genauso. Ja. Eine Millionenpetition, lass es sein, quasi. Ganz genau. Und, oh mein Gott, wurden sie in gewissem Sinne eines Besseren belehrt, denn er hat seine Sache sehr viel besser gemacht, als viele im Vorfeld gedacht hätten. Für viele ist er tatsächlich der Lieblings-Batman. Ich weiß nicht ganz genau, ob es bei mir so ist, aber ich finde auf jeden Fall seine Interpretation und die Art und Weise, wie er es spielt, durchaus interessant und auch sehr ansprechend. Wie steht ihr zu Michael Keatons Batman? Es ist nicht mein Lieblings-Batman, aber sein Batmans Rückkehr ist mein Lieblings-Batman-Film, weil da einfach so gekonnt mit den Bösewichten gespielt wird. Tim Burton darf seine komplette Verrücktheit austoben und es ist wirklich einer der schrägsten Weihnachtsfilme, die es gibt. Also ich gucke den immer wieder gern an Weihnachten. Oh ja, same. Ja, der ist ja auch durchaus so weihnachtlich ausgerichtet, sag ich mal. Ne? Und Danny DeVito ist halt so herrlich creepy als Pinguin. Michelle Pfeiffer gibt eine gelungene Catwoman an. An die kam bis heute nichts ran. Ja. Und Christopher Walken spielt einen sehr guten Christopher Walken. Ja. Ja, der aber auch so ein bisschen, ja. wie heißt der noch gleich? Max Schreck, glaube ich. Ja. Also eine direkte Hommage sogar an Nosferatu. Ja. An den Nosferatu-Darsteller Max Schreck. Besonders subtil. Und vor allem im Prinzip eine Parodie auf Trump, bevor überhaupt Trump so richtig in die Macht kam. Stimmt, ja. Weil damals, glaube ich, war so Trump irgendwie, hat so, wollte Bürgermeister irgendwie in New York werden oder sowas. Und das war so ungefähr zu der Zeit und das sollte eine Parodie werden darauf tatsächlich. Das war beabsichtigt. Und er hat ja auch die Pussy gegrabt, also. Ah, fucking Christ! Das ist vielleicht auch nicht, ich meine, in Dings wurde er auch schon verarscht, ne? In Zurück in die Zukunft 2. Ja, stimmt, Biff ist. Da ist ja hier Biff, ja. Das haben sie ja wirklich, haben Bob Gale und Robert Zemeckis tatsächlich bestätigt, dass es wirklich Trump als Vorbild hatte. Oh, wie naiv und jung wir damals noch waren. Wie naiv wir damals noch waren. Wir haben diesen ganzen Subtext als Kinder gar nicht mitbekommen.
Ich war noch nicht geboren, glaube ich, als der zweite rauskam. Aber wie auch immer, auch als ich ihn gesehen habe, habe ich es natürlich noch nicht gerafft. Also was ich zu Batmans Rückkehr sagen kann, also ich kann soweit zustimmen, dass der ganze Cast eigentlich ziemlich stark ist. Auch wenn ich jetzt so, ja, Michelle Pfeiffer, so diese abgöttische Verehrung von ihr konnte ich jetzt nie so wirklich nachvollziehen, muss ich zugeben. Aber ich habe den Eindruck, dass Michael Keaton tatsächlich gegen die dann ganz schön untergeht in dem Film. Ja, das sind so viele Schurken. Und im ersten Teil geht er unter gegen Jack Nicholson. Oh ja. Ja gut, das ist allerdings, vielleicht ist dieses Untergehen auch so ein bisschen chronisch, weil da kommen wir dann später zu, bei Bale und Heath Ledger war es ja durchaus nicht unähnlich. Ich glaube, ja, dass du als Batman-Darsteller gegen den Joker, also gegen den guten Joker, eigentlich nur, weil du musst ja bedenken, die Joker-Darsteller, die können ja wirklich absolut richtig chargieren und pure Gesichtskirmes machen. Wenn es nicht Jared Leto ist. Genau. Ja, genau. Ach Gott, Jared Leto. Vielleicht machen wir immer mal einen Joker-Cast, wo man richtig schön ranten kann. Oh. Nee, aber ich denke, das liegt halt so ein bisschen dann in der Natur der Sache. Ja. Dass man, weil von Batman siehst du ja eigentlich nichts großartig, ne? Ja, du hast, wenn du so einen schillernden Bösewicht hast und dann aber den im Prinzip den guten Kerl, der sich in den Schatten rumdrückt und sein Gesicht verdeckt, ist klar, dass du da in gewissem Sinne eingeschränkt bist. Ach, es ist nicht nur das. Batman hat eben die besten Bösewichte im Comic-Universum, die erschaffen wurden. Für mich ist Batman immer so eine Randfigur in seinem Universum gewesen. Der einzige Film, der das ein bisschen aufbricht, auf den kommen wir später zurück, wurde von Christopher Nolan gedreht, aber... Ja, da sind wir noch nicht. Ja, genau, ich weiß, wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns erstmal. Genau. Und das ist schon irgendwie bezeichnend, dass wir jetzt über die ganzen Villains reden und nicht über Keaton selbst. Denn ich persönlich finde, dass Keaton seine Sache so wahnsinnig interessant macht, in dem Sinne, dass ich die Balance von Bruce Wayne und Batman so gelungen finde, weil bei seinem Bruce Wayne würde man nicht drauf kommen, dass er Batman ist. Und ich finde es interessant, vor allem im ersten Teil, wie er seine Rolle so leicht schizophren anlegt. Wie er, wenn wir ihn das erste Mal sehen und er von Vicky Vale angesprochen wird und sie ihn fragt, wer ist hier Bruce Wayne? Und er ist so ein bisschen überrumpelt. Genau weiß ich das auch nicht und so. Und er wirkt in dem Sinne so ein bisschen irgendwie verloren. So leicht exzentrisch, so ein bisschen verloren, aber trotzdem wie der, wie der exzentrische Multimilliardär im Prinzip. Aber die Szenen mit Vicky Vale, gerade die Szene, wenn sie an dem langen Tisch zusammensitzen, die Worte sind so gut ausgewählt und die Komik sitzt und es ist auf jeden Fall in dem Sinne ein etwas so awkward Bruce Wayne. Das ist in dem Sinne nicht so der mega erfahrene Typ. Er sieht nicht aus wie der typische Playboy. Er ist jetzt nicht irgendwie der Muscle Man Batman, wie man ihn auch allgemein irgendwie kennt. Aber eben gerade das, finde ich, funktioniert so gut. Denn dann ist der Kontrast umso größer. Und es ist umso logischer, dass es tatsächlich niemand vermuten würde, dass diese Person Batman ist. Und jetzt kommt für mich auch noch ein gewisser Knackpunkt. Das hat man Batfleck immer vorgeworfen, dass sein Batman Leute tötet. Ja, Michael Keaton hat das vor 20 Jahren schon gemacht. Da hat sich auch niemand aufgeregt. Ganz genau, in den ersten Comics hat er das auch gemacht. Ja? Hat er noch eine Pistole. Nee, stimmt, genau. Hier tötet er Menschen links und rechts. Ja, ja, wobei man sagen muss, ist das in dem ersten oder ist das in Batman Returns? Das ist in Batman. Beiden tötet er. Okay. Den Joker hat er ja auch getötet. Er lässt die ganze Fabrik da explodieren mit den Joker-Leuten drin. Er wirft den einen Typen den Glockenturm runter. Ja, gut, stimmt, ja. Und dann im zweiten Teil, ja, schnallt er eine Bombe an den Gürtel und wirft ihn in den Gulli. Ja, aber dann die Argumentation von Zack Snyder, die war halt damals so komisch. Der hat ja argumentiert, dieser Mythos, dass, oder so diese Charaktereigenschaft, dieses Ideal, dass Batman halt nicht tötet, das sei ja nur durch die Burton-Filme entstanden. Und das ist völliger Quatsch. Ganz genau, was die Lösung ist, Zack Snyder weiß nicht, wie man Interviews führt, recherchiert nicht richtig und es ist einfach keine besonders intelligente Person, Punkt. Ja, Zack Snyder kommen wir später noch zu, glaube ich. Ja, ja. Also, Ja, aber halt, das ist einfach nur totaler Bullshit. Und er war dann einfach, weiß nicht, total neben der Spur und wusste nicht mehr, was er redet. Aber ja. Also was ich noch zu Keaton sagen kann, dass, also ich gebe dir schon recht, dass er langweilig rüberkommen soll eigentlich. Ja. Und du meintest ja auch, dass er jetzt nicht irgendwie wie so ein klassischer Playboy rüberkommt. Das ist natürlich auch dem damaligen Zeitgeist so ein bisschen geschuldet. Und Batman ist ja auch, da hat Patrick schon recht gehabt im Vorgespräch auch,
oder in Vorbereitung auf diesen Podcast, dass Batman natürlich auch immer ein Stück weit Zeitgeist ist. Gerade die Filminkarnationen müssten ja doch irgendwie dann auch ein bisschen mit dem Zeitgeist gehen. So ähnlich halt wie die Bond-Filme zum Beispiel. Oh ja. Ja, genau. Was ich nur halt so ein bisschen problematisch finde, für mich persönlich, ich finde es okay, wenn Michael Keaton irgendwie so ein bisschen einfältig rüberkommt als Bruce Wayne. Das ist ja irgendwo auch Teil der Rolle. Ja. Aber ich weiß nicht warum, ich finde seinen Batman so hölzern auch. Ich glaube, das liegt daran, weil er sich steif wie ein Brett bewegt in dem Anzug. Ja! Ja, das wirkt auch so. Ich meine, gut, George Clooney hat ja in Sachen Bewegungsfreiheit dann noch einen draufgesetzt, aber da komme ich später zu. Ja, aber das, da kann er nichts für, wenn er vom Anzug so eingeschränkt ist, ist ja klar. Ich finde ihn nicht hölzern. Ich finde gerade seine erste Szene, wenn er dann den Typen da am Schlawittchen hält, ich bin Batman und so weiter. Und seine Stimme auch im Original halt ist, der übertreibt es auch nicht dermaßen. Es ist eine gute Batman-Stimme, die er hat, und er hat, sie beleuchten ihn auf eine Art und Weise, wo er wirklich einschüchternd wirkt hier und da. Es ist halt bloß, weiß nicht, ich hab auch so das Gefühl, Tim Burton interessiert sich nicht so komplett für den Charakter selbst, oder auf jeden Fall versucht, ihn zu einem Charakter zu machen, der eher zu Tim Burton selber passt, auf jeden Fall. Da hat er irgendwie all den Figuren in den beiden Filmen, die er inszeniert hat, so seine Ansichten so übergestülpt. Ja, ich glaube, dass, also bei Tim Burton ist ja sehr charakteristisch, der interessiert sich ja eigentlich immer für Außenseiter. Und ja. Batman ist ja letzten Endes auch einer. Also, und Bruce Wayne ist ja auch einer. Der macht sich ja irgendwie auch zum Außenseiter, lebt relativ zurückgezogen, ist eigentlich ein Lebemann. Und ja. Jedenfalls nach außen hin natürlich. Weil ja, genau. In irgendeiner Form zurückgezogen leben, sonst entdecken Leute sein Geheimnis. Aber du hast den Eindruck, dass sich Burton, weil die Gegner, wenn du das runterbrichst, die sind ja eigentlich auch Außenseiter. Insbesondere in den Burton-Filmen sind es ja wirklich ausgestoßene Individuen. Also von der Gesellschaft wirklich buchstäblich ausgestoßen, siehe der Pinguin. Mhm. Und ich denke mal, dass Burton sich dann dafür mehr interessiert tatsächlich. Und die sind natürlich auch schillernd da und es funktioniert für Tim Burton besser. Also du hast schon recht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Burton, interessiert er sich so für seinen Batman? Nö. Ne? Interessiert er sich vielleicht eher für den im Gesamtkontext, sage ich mal? Ja. Aber wenn man Batman erwähnt, darf man ja auch nicht Gotham außen vor lassen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen so eine Studie über Gotham, dass sogar der Reiche ist ein Außenseiter und Selina Kyle ist eine Außenseiterin, sogar die reichste Reporterin. Also im Prinzip inszeniert er seine Außenseiter, die gehen nur irgendwie anders damit um. Ja, da ist was dran durchaus, das stimmt. Ich finde ja auch einen interessanten Gegensatz im ersten Batman, dass das gesamte Gotham, das ist halt Set und das sind Matte-Paintings und so weiter, aber Wayne Manor, das ist ja ein echtes Haus im Freien. Da finde ich diesen visuellen Kontrast so ein bisschen interessant, wo ich mir denke, steckt da auch eine Symbolik hinter eventuell? Das soll wahrscheinlich noch mal so einen starken Kontrast irgendwie herstellen. Also wenn man sich das anguckt an Burtons Batman, also vor allem an dem ersten, ist ja durchaus bemerkenswert, der hat so eine Studio-Optik. Aha. Die allerdings so richtig schön, naja, der hat auch so Noir-Anklänge schon, ne? Und dann ja. dieser Nebel und die Gassen und das. Also man sieht die ganze Zeit, dass es Studio ist, aber Burton macht sich das irgendwie zunutze und inszeniert das so richtig schön Oldschool-Noir-mäßig. Ja, genial. Das hat schon irgendwo was. Und da kann ich jetzt mit meinem Comic-Wissen vorgreifen. 1986 war ja gerade Watchmen und Batman The Dark Knight Returns richtig bekannt. Man hat da gewisse Anleihen genommen, aber man konnte in Sachen Brutalität mit dem damaligen Verhältnis nicht mal ansatzweise da rangehen. Also hat man versucht, diese Comic-Optik so ein bisschen zu konservieren. Ja, man merkte schon, dass ich habe mal irgendwo gelesen und da kann ich mich anschließen. Der erste Batman-Film von Burton fühlt sich an, als hätte Warner Brothers noch die Regie gehabt. Ja. Und der zweite ist dann wirklich ein rein rassiger Tim Burton-Film. Nee, vor allem, das ist die Geschichte. Die Produzenten des ersten Batman-Films, John Peters und Peter Gabber, ganz besonders Peters, der hat sich voll in den Vordergrund gedrängt und täglich Skriptänderungen verlangt. Das war wirklich sein Baby. Und hat Burton in den Hintergrund gedrängt. Und Burtons Bedingung für den zweiten Teil zurückzukehren war eben, ich darf machen, was ich will und ich habe Final Cut-Rechte. Und das Studio hat gesagt, jo, mach. Und herausgekommen ist dann eben dieser Film, der so krank und so wirr und so brutal und düster war, dass McDonald's die Happy Meal-Spielzeuge gecancelt hat.
Ja, deswegen wurde dann ja auch Burton letzten Endes an die Luft gesetzt, ne? Also, weil man Merchandise nicht so wirklich vertreiben konnte mit seinem Film, insbesondere so Happy Meal-Geschichten. Beim ersten hat man ja sogar noch Soundtrack von Prince reingeprügelt und das hat Burton ja richtig in die Verzweiflung getrieben. Ja, das wurde ihm auch aufgedrängt, weil Burton war der Ansicht, das verankert den Film zu sehr in einer bestimmten Zeitebene und er will den Film zeitloser haben. Obwohl ja dann eigentlich das so ein bisschen paradox ist, weil er lehnt sich ja schon durchaus an so klassische Noir-Motive an, so rein inszenatorisch auch. Ja, aber es ist ein interessanter Mischmasch. Das ist, du kannst insgesamt das Design kannst du nicht in einem bestimmten, in einer bestimmten Zeit einordnen. Du hast da, weiß nicht, so irgendwie diese Zeitungs- So Mode hast du da wie aus den 30ern und du hast dann bestimmte Dinge, die dann eher so an Science-Fiction erinnern sogar, was bestimmte Gadgets angeht oder Hintergründe. Also deshalb, weil es ist so ein interessanter Designtechnisch, ist es in dem Sinne so versucht jedenfalls, ein zeitloser Film zu sein. Ja. Beton liegt auf versucht. Ja, genau, aber trotzdem, ist ein nobler Versuch. Also zeitlos würde ich den nicht sehen tatsächlich, also insbesondere aus heutiger Sicht, der ist halt schon, der ist ein Kind seiner Zeit, der Film. Der erste ja, sogar noch eher als der zweite. Der zweite ist so, der ist auch so typisch 80er, Anfang 90er. Ja, es ist ein 90er Film. Genau, Früher 90er-Film. Das merkst du auch am Cast merkst du das halt auch. Oder beim ersten auch hier mit Kim Basinger beispielsweise. Ne? Ja, es ist definitiv, ich meine natürlich ist in gewissem Sinne angestaubt, jeder Film ist irgendwie ein Produkt seiner Zeit. Das Ganze auch bei frühen 2000er-Filmen ganz besonders schlimm gealtert. Oh, ja. Ich sag nur X-Men. Oh. Star Wars Prequels. Ja. Aber sowas altert eben besser als jetzt einige CGI-Gewitterfilme, da ist ja die Halbwertszeit gefühlt nach 2-3 Jahren schon rum. Der Film ist besser gealtert. Oder die Filme. Das stimmt, ja, zumal. Die haben halt einen gewissen Charme, dem sie sich dann irgendwie so, und natürlich hängt da auch, also deshalb kann ich es auch durchaus verstehen, dass jetzt für viele irgendwie Michael Keaton das Maß aller Dinge ist. Das ist halt Kindheit für diejenigen. Ja, aber auch, es ist trotzdem für sich genommen auch wirklich eine solide und interessante Performance. Ja. Ich muss gestehen, ich bin nie so wirklich mit Keaton warm geworden. Also vielleicht noch als Bruce Wayne, aber als Batman irgendwie, keine Ahnung. Also im zweiten ging es dann, da merkt man, da hat er auch so langsam so seinen Stil gefunden, da wirkt er halt sicherer. Aber im ersten ist halt so wirklich so, keine Ahnung. Der hat auch diesen gewissen Humor, der hat in beiden Filmen, hat er öfter mal dieses Grinsen, wo du dir denkst, oh yeah, das ist ein gefährlicher Mann und ein berechnender Mann auch. Halt, ab und zu hat man so diese Stellen, wo er so diese düster zynischen Anfälle hat und das mag ich gern. Oh ja. Er wirkt dabei halt immer so unscheinbar. Ich weiß auch nicht, vielleicht muss man bei dem auch wirklich eher so zwischen den Zeilen lesen, so bei dieser Performance. Ich weiß auch nicht, ob das so gewollt ist, weil dann wäre es ja eigentlich ziemlich clever. Ich weiß auch nicht, das ist so. Also ich habe jetzt nichts gegen Keaton, insbesondere finde ich, dass Keaton als Schauspieler unglaublich gewachsen ist auch. Ich habe ihn jetzt zuletzt gesehen, da war er wirklich grandios drin hier in diesem, wo er den Manager spielt, der den McDonald's-Gründern ihre Marke abgelutscht hat. Ja. Oh ja, Wer Founder, sehr guter Film. Sehr, sehr guter Film tatsächlich. Also so, ja, inhaltlich relativ konventionell, aber allein schon er lohnt sich da richtig drin. Und dann hat ja ironischerweise sein großes Comeback war dann ja Birdman, was im Prinzip ein Kommentar ist auf seine Karriere als Superheldendarsteller, welcher dann in der Versenkung lange verschwand und sich jetzt in einem Bühnencomeback versucht und so weiter. Birdman ist auf so viele verschiedene Arten und Weisen clever, weil es ist halt ganz klar, dass sie darauf abzielen, dass sie halt Michael Keaton deshalb besetzt haben und dass Birdman offensichtlich eben diese Anspielung ist. Bei Birdman habe ich mich halt immer gefragt, was war zuerst da, das Casting oder das Drehbuch? Das ist auf jeden Fall sehr, das weiß ich, das kann ich dir wirklich nicht beantworten, aber es ist, weiß nicht, ich hab ihn erst vor kurzem noch mal gesehen. Ich finde ihn immer noch wahnsinnig clever und auch schön. Ich mag's, wie sie so ein bisschen das breite Massenpublikum so ein bisschen verarschen. Die wollen nicht diesen Laber-Depri-Scheiß, die wollen Action und Blut und sowas. Ja, obwohl er schon ein bisschen in die Fresse war an der Stelle, ne? Schon, es ist in die Fresse, aber es ist auch so ein bisschen verdient in die Fresse, wo ich mir denke, weißt du, kriegen die jetzt mal ein bisschen ihr Fett weg oder wir allgemein? Ja. Ich fand das gar nicht so schlecht. Ich fand den tatsächlich auch ziemlich großartig, Birdman, muss ich zugeben. Also auch jetzt nicht ohne Abstriche zwar, aber doch schon, also Michael Keaton ist halt ein geiles Metacasting und es ging ja auch noch weiter hier mit Edward Norton zum Beispiel, ne?
mit Hulk und dass er dann auch noch so ein Choleriker spielt. Aber ich glaube, wir kommen jetzt auch gerade so ein bisschen vom Pfad ab. Ja, aber wir haben Keaton in Ehren gehalten, auf jeden Fall. Kommen wir zu ein paar Jahren später, wo sich Warner Bros. Entschieden hat, wir machen einen neuen Batman-Film, aber wir nehmen Burton raus. Burton hat auch kein Interesse noch, einen Cape zu machen. Sie haben ihm einen Produzentenjob überlassen. Ich glaube kaum, dass er in irgendeiner Form wirklich involviert war. Aber an seine Stadt trat der bis dato solide Handwerker und sehr wechselhafte Handwerker, Joel Schumacher, der wirklich einige interessante Dramafilme abgeliefert hat davor. Bis dahin solide. Bis dahin. Aber es war definitiv ein Studio-Baby, wo sie ihm gesagt haben, pack die McDonald's-Promotion rein, inszeniere es so massentauglich wie möglich und besetze entsprechend auch die Stars. Ja. Und entsprechend haben sie da eben Val Kilmer auch ins Cape gesteckt, welcher heutzutage wirklich in meine Diskussion total untergeht. Das ist immer einer, über den wahnsinnig viele wirklich nie reden, was ich sehr interessant finde, weil aus heutiger Sicht, weil ich ihn vor kurzem noch mal gesehen habe, ich habe versucht, ihn meinem kleinen Bruder zu zeigen und er hat sich zu Tode gelangweilt. Aber es ist Val Kilmer, ich finde, er ist wirklich ein wahnsinnig guter Bruce Wayne. Halt, der Look, den er hat, ist wahnsinnig passend für diese Art von Lebemann, Milliardär und so weiter. Die Brille, auch die er da trägt, die steht ihm gut. Die Anzüge und so weiter. Er ist auf jeden Fall, in dem Sinne, er ist ja auch ein gut aussehender Kerl gewesen zu der Zeit. Das muss man ja auch so objektiv sagen. Seine erste Rolle war in, verdammt nochmal, das ist seine erste Filmrolle, war tatsächlich Top Secret. Oh. Und da hat er wirklich gesungen und getanzt und er ist genial auch in dem Film. Er macht das so toll. Und ich finde, als Batman, er sieht gut aus im Kostüm. Er hat auf jeden Fall einen guten Look im Kostüm. Auch da kann er immer noch den Hals nicht richtig drehen, was sie mit Wackelkamera und mit Stunt-Double zu kaschieren versuchen. Aber er hat auf jeden Fall einen guten Look. Er hat eine gute Ausstrahlung als Batman. Er hat diesen gewissen Humor auch als Batman. Aber es ist in dem Sinne, er geht da auch verloren gegen Jim Carrey und gegen das allgemeine flashige Set-Design und die Beleuchtung. Er geht auch gegen Tommy Lee Jones unter und dann haben wir schon wieder Zeitgeist. Damals war es auch Nicole Kidman als seine Gefährtin. Ja. Nicole Kidman als, oh mein Gott, also der Tommy Lee Jones, das ist in dem Sinne, das ist die Art von Performance. Ich habe meinen Oscar, mir geht's gut, jetzt mache ich, was ich will. Richtig. Die sollen sich ja auch irgendwie schwer miteinander angelegt haben, glaube ich, ne? Also zwischen Val Kilmer und, da hatte ich jetzt auch gelesen, zwischen Val Kilmer und Joe Schumacher hat es ziemlich gekracht. Oh. Die haben sogar irgendwie mehrere Tage nicht miteinander gesprochen oder sowas. Guck an. Ich weiß vor allem, dass Tommy Lee Jones mit Jim Carrey hatte. Tommy Lee Jones, das auf jeden Fall. Und was total ironisch ist, weil Tommy Lee Jones dreht auch total am Rad. Halt, ich denke mir, was so von wegen, I can't stand your Buffoonery oder sowas, hat er jetzt zu Jim Carrey gesagt. Ich denke mir, Tommy, was machst du denn bitte hier? Ist das hochwohlgeborener Shakespeare, was du hier ablieferst? Oder versuchst du ja auch nur der nächste Nicholson zu sein? Das ist wirklich die einzige Szene, die in irgendeiner Form an Two-Face heranreicht, ist seine allererste, wo er mal kurz ein bisschen ernst ist, wenn man seine normale Gesichtshälfte sieht. Und sobald man zum ersten Mal seine Two-Face-Gesichtshälfte sieht, du da, clueless, das ist der ganze Rest. Der ganze Rest ist einfach nur dieses Rumgehampel. Oh, das ist furchtbar. Wo sie durch die Betthöhle rennen mit den Granaten und die wie Kinder um sich schmeißen. Ja, und wie er andauernd für die Münze in Frage stellt und wie er, wie er in die Luft schießt und die ganze Zeit diese Affengeräusche macht. Es ist einfach so unglaublich, als wo ich mir denke, du, wer im Glashaus sitzt, Tommy Lee Jones. Ja, ich muss zugeben, ich mag Tommy Lee Jones eigentlich wahnsinnig gerne und ich war zu dem Zeitpunkt auch, also ja doch, ich bin eigentlich auch ein relativer Jim Carrey-Liebhaber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse sie beide in diesem Film. Oh, Jim Carrey geht mir inzwischen ein bisschen auf die Nerven und Tommy Lee Jones wäre unter anderem Regie grandioser Two-Face gewesen, aber sie haben einfach nur, ja, du bist jetzt der nächste Joker, mach. Es ist eh so die Schweinerei mit Two-Face, das müssen wir auch mal kurz erwähnen. Also in dem ersten Burton-Film trat ja Billy Dee Williams als Harvey Dent auf. Genau. Auch ein Casting, welches für Aufruhr gesorgt hätte in Zeiten des Internets. Ja, hat es auch damals tatsächlich. Und der wurde dann aus dem zweiten Teil gestrichen, ne? Weil die Leute nicht
Ich glaube, ursprünglich hätte Christopher Walkens Figur hätte Harvey Dent sein sollen, welcher dann im Verlauf des Films zu Two-Face wird, aber das wurde als zu überladen dann rausgeschmissen. Ja, vielleicht hätte man Max Schreck komplett drauf verzichten können. Also ich habe nichts gegen Christopher Walken und der hat auch mit Burton tolle Sachen gemacht, zum Beispiel dann Sleepy Hollow später. Ja, die Pest, das perfekte Christopher Walken-Casting. Das Einzige, was er sagen muss, ist Mit angespitzten Zähnen. Genial, ja. Das ist das genialste Casting aller Zeiten. Ich hatte auch noch jetzt gelesen in der IMDb in Trivia und so in Vorbereitung, dass sie ursprünglich für Batman tatsächlich Ralph Fiennes oder Tom Hanks ins Auge gefasst hatten. Und fast als sicher galt, glaube ich, einer von den Baldwin-Brüdern. Oh Gott. Adam Baldwin, der ja heute, glaube ich, ein relativer B-Schauspieler ist. Ja. Noch schlimmer wäre ja Stephen Baldwin. Das ist ja der Typ, der dann, das ist ja derjenige, der wirklich geisteskrank ist vor dem. Ja, das, oder, Moment, ich schau mal eben nach, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welcher. Ist es nicht nicht Stephen Baldwin, ist es auch der Barney gespielt hat im zweiten Feuerstein-Film? William Baldwin. Ja, ich dachte schon Adam Baldwin, genau. Das hätte ich gern gesehen, ich mag ihn seit Chuck. hier steht auch, wenn sie noch hier, andere, die damit in Verbindung gebracht werden oder mit dem Casting von Batman waren, also das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, Daniel Day-Lewis, Kurt Russell, Alec Baldwin, Ethan Hawke, Ralph Fiennes, Tom Hanks und Johnny Depp. Oh, damals schon Johnny Depp. Daniel Day-Lewis, ja? Hatten die zu viel geraucht, als ob der das machen würde. Daniel Day-Lewis wäre ein guter Mr. Freeze gewesen oder sowas in der Art. Ja, aber der hat ja solche Rollen nie angenommen. Der hat ja selbst die Rolle als Aragorn in Herr der Ringe ausgeschlagen, weil die ihn nach der letzten Mohikaner nicht gereizt hat. Verstehe, interessant. Also Daniel Day-Lewis ist vielleicht der beste Schauspieler der Welt gewesen. Ja, hat sich ja jetzt zur Ruhe gesetzt. Und das Problem ist aber, der hat ziemliche Scheuklappen, so was seine Rollenauswahl angeht. Also der spielt eigentlich, er hat eigentlich nur Figuren gespielt, die entweder historisch waren oder aber historische Vorbilder hatten. Musst du dir mal seine Filmografie ansehen, das ist wirklich alles in diesem Schema. Oh ja. There Will Be Blood und so, ja. Selbst sowas wie Gangs of New York. Genau, ja, der war irgendwie auch an ein reales Vorbild angelegt hier, Bill Cutting. Ne? Also, der hätte nie und nimmer die Rolle als Batman angenommen. Nope, nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Interessante Wahl gewesen auf jeden Fall. Aber halt, ich finde, um zurückzukommen zu Val Kilmer, ich finde, er hat eine gewisse Ausstrahlung. Da wiederum, er geht halt dem ganzen Pomp unter. Sie lenken es noch ein bisschen. Also, und es ist noch nicht komplett kompletter Blödsinn, weil die gehen noch auf seine tragische Vergangenheit ein, die arbeiten da mit einigen interessanten, starken Bildern und sie zeigen so ein bisschen, oh, die düstere Seite von Batman und mir tut so meine Eltern leid und er ist immer noch so ein bisschen so gefoltert innen drin. Das ist schon irgendwie noch Bestandteil der Handlung und das bringt er auch ganz gut rüber. Ich finde, er hat eine gute Ausstrahlung als Bruce Wayne und ich finde, er gibt einen ganz guten Batman ab in diesem Anzug, aber es wirkt natürlich alles insgesamt ein bisschen albern. Er ist so der George Lazenby des Franchises, so ein bisschen. Ja, ne? so kann man das ganz gut beschreiben. Aber wir haben es vorhin schon gesagt, Batman-Darsteller gehen generell fast immer unter. Ja, wie gesagt, wir kommen da noch zu einer Ausnahme. Liegt halt an den Bösewichten. Es ist eins muss man ja sagen, das liest man jetzt auch dann hier an diesem Casting, an dieser Castingliste. Die haben sich ja immer bemüht, Stars da reinzubringen. Ich würde Michael Keaton nicht als Star bezeichnen zu dem Zeitpunkt, wo er Batman war. Ja, gut, ja. Ja, aber also heute ja eigentlich auch noch, guck dir die Nolan-Filme an, die sind ja wirklich bis in die hintersten Nebenrollen sind die ja prominent besetzt. Schon. Ne? Das ist dann auch wiederum eine etwas andere Zeit. Womit wir, apropos Stars, womit wir zu Batman und Robin kommen, denn das ist ein Beispiel davon, wie man einfach nur castet, weil diese Leute gerade populär sind und weil sie nicht in irgendeiner Form auf die Rolle passen. Der ganze Film ist exakt so angelegt, bis in die kleinste Nebenrolle hinein. Sogar halt die Models, die da zum Beispiel Mr. Freezes Frau spielen und dann die Frau, mit der Batman ausgeht, das sind irgendwie bekannte Supermodels gewesen zu der Zeit. Halt im Fall von schon Batman Forever, da war dann ja auch Chris O'Donnell, der war gerade heiß von Der Duft der Frauen. Davon war er ziemlich bekannt und sehr beliebt. Da gab es doch eher Alicia Silverstone wegen Clueless.
haben sie besetzt. Und natürlich Arnold Schwarzenegger, weil, hey, Arnold Schwarzenegger war da schon ein Riesenstar. Aber eben im Cape haben wir George Clooney, der damals mega, mega bekannt war aus Emergency Room. Also war ein gigantischer Fernsehstar. Und das Einzige, was er filmtechnisch gemacht hat, was wirklich halbwegs bekannt war, aber auch nur in gewissen Kreisen, war From Dusk Till Dawn. Jo. Da haben sie ihn auch angeblich wohl entdeckt, merkwürdigerweise, ne? Ja, und ich finde seine Performance genial in From Dusk Till Dawn, aber sie haben ihn vor allem, glaube ich, gecastet, weil Emergency Room ist heißer Scheiß und wir wollen dieses Publikum haben. Ja, ich hatte irgendwas gelesen, einer der Produzenten hatte irgendwie ein Kinoplakat von From Dusk Till Dawn gesehen und ihm war dann halt Clooneys sehr markantes Kinn aufgefallen. Also vielleicht werden danach auch die Batman-Darsteller gecastet, weil wenn man so guckt, die haben halt alle ein sehr markantes Kinn. Stimmt. Und hier haben wir das Problem, nämlich aus heutiger Sicht, Clooney könnte ein fantastischer Bruce Wayne, ein fantastischer Batman sein. Unter einer anderen Regie und mit einem anderen Drehbuch. Denn es ist bewiesen, dass Joel Schumacher vor jedem Take gesagt hat, denkt dran, Leute, das hier ist ein Cartoon. Ja. Ja, ja. Und sie haben es mega drauf angelegt. Im Prinzip dachte sich dann George Clooney, oh, ich spiele jetzt einfach Adam West. Halt, es ist offensichtlich, dass die nur diese Abziehbilder aus der 60er-Serie spielen alle. Ja, ja. Und die legen es voll drauf an, obwohl halt immer noch der Look ist immer noch halbwegs irgendwie interessant. Da ist noch so ein bisschen was von einem gewissen Style übrig, was nicht ganz zu der 60er-Jahre-Serie passt. Aber die Art und Weise, wie es gespielt ist, das perfekte Beispiel ist, wie George Clooney sich als Batman vorstellt. Die anderen Batman-Darsteller, die hatten dann sowas wie I'm Batman, ja, I'm Batman. Ja. Und Mr. Freeze, und er springt da auf den Dinosaurier-Schwanz und sagt, Hi Freeze, I'm Batman. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Bruce Wayne und Batman in diesem Film. Er bemüht sich nicht in irgendeiner Form. Es ist einfach nur George Clooney im Batman-Kostüm. Er spielt George Clooney. Ja, das trifft es. Ja. Ja. Das trifft es. Und er wird auch ziemlich auf seine berüchtigten Batnippel reduziert. Ja, das steht immer so allen im Weg. Die Batnippel sind irgendwie das Schlimmste, was je passiert ist. Und Joel Schumacher selber hat das kommentiert und gesagt, die Leute, die das behaupten, die brauchen Leben. Seine Visitenkarte natürlich auch, ne? Seven Pilger. Never leave a cave without it. Die ist und dann noch diese ganze Homoerotik, die da mitschwingt. Ja, Robin, kommst du auf einen Ritt vorbei? Wirklich, als hätten sie einen schlechten Pornoregisseur da gehabt, die so viele. Ja, die Bad-Ärsche in Nahaufnahme. Das ist so Bad Boobs, das ist furchtbar wirklich. Da rücken dann ja offensichtlich halt Joel Schumachers eigene sexuelle Vorlieben in den Vordergrund, wo er den männlichen Körper auf diese Art hervorhebt und feiert. Was in diesem Kontext aber halt Snap-Zooms von Batmans Hintern, das passt einfach so nicht rein. Das kann man auch durchaus etwas subtiler machen, aber subtil ist nicht die Sprache von Batman und Robin. Ja, obwohl Joel Schumacher muss man ja die Kirche im Dorf lassen, der ist ja kein schlechter Regisseur. Nein. Also jeder andere hätte sich mit diesen Filmen ein lebenslängliches Karrieregrab geschaufelt. Ja. Und ich habe auch schon mal irgendwo gelesen, jemand meinte, das ist halt wieder dieser Petitionsgedanke, wenn die Filme heute rausgekommen wären, hätte es eine Petition gegeben, dass Joel Schumacher weggesperrt wird, damit er nie wieder Filme drehen kann. Ja. Was ich dann auch ziemlich doof finde, weil Joel Schumacher kann eigentlich was. Der hat vor allem in den letzten Jahren hat er recht gute Arbeit geleistet bei verschiedenen Folgen von House of Cards beispielsweise. Oh, da hat er auch mitgemacht, guck an. Ich kenne ihn vor allem von bestimmten Thrillern halt. Einer seiner beliebtesten, bekanntesten Filme ist ja Falling Down, Lost Boys hat viele Fans. Ja, er großartig. Er hat viele verschiedene Filme gemacht auch. Was ich so interessant finde, ist so ein Journeyman ganz lange gewesen. Und er hat sich ja auch wirklich sehr aufrichtig entschuldigt im Prinzip. Im Making-of auch. Und auf im Prinzip der Audiokommentar ist nichts weiter als eine 2 Stunden lange Verzeihung. Halt, wo er dann, wo er dann auch wirklich gesagt hat, wenn ich Leute beleidigt haben sollte und es ist nicht das, was sie sich gewünscht haben, es tut mir furchtbar leid, es war nicht meine Absicht und so. Und ich finde, das ist einerseits sehr nett und andererseits eben auch sehr mutig, wenn man halt in irgendeiner Form einsieht, so in gewissem Sinne zu seinen Fehlern zu stehen. Ich finde es immer seltsam, wenn ein Künstler im Prinzip für die Kunst sich entschuldigt. Es ist halt in gewissem Sinne, ist es ja Unkunst, aber man kann ja nicht bestreiten, dass diese Filme wahnsinnig viel Arbeit machen und sehr viel Geld verschlungen haben, obwohl bei Batman und Robin hat man den. Der Film sieht gleichzeitig mega teuer und mega billig aus.
Ja, aber schon nach damaligen Maßstäben sah der halt einfach billig aus. Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie schlecht gealtert ist. Also er sah damals schon scheiße aus, würde ich sagen. Und ist jetzt noch mies gealtert. Bei bestimmten Sachen halt fancy, wann immer sie das CGI in den Vordergrund rücken. Zum Beispiel, wenn sie auf diesen Türen surfen durchs Weltall, was halt auch totaler Blödsinn ist. Boah. Aber ich finde halt, einige der Eiseffekte sind noch ziemlich cool. Die Modelleffekte sind ziemlich gut. Diese, wenn sie da über diese Statuen fahren und Modellexplosion haben und sowas, das sieht immer noch ziemlich gut aus. Ja, sie haben viel handgemacht noch teilweise, ne? Ja, aber es definitiv. Hat immer so diesen Studio-Stickem. Also es ist ganz furchtbar. Yeah. Du hast immer das Gefühl, dass die sich irgendwie in einer. Also es könnte auch so eine Eisrevue mit Batman sein, teilweise gefühlt. Ja, und vor allem auch wegen dieses furchtbar ebenen Lichts die ganze Zeit. Das sieht halt einfach aus wie eine TV-Produktion, was die Lichtsetzung angeht. Es könnte auch wirklich Batman und Eis sein, ja. Ja, ich meine direkt am Anfang auch. Und dann, ja, ich meine, das ist alles totaler Blödsinn. Aber halt sie haben doch dann auch Schlittschuhe, ne? Genau, Schlittschuhe eingebaut, obwohl sie gar nicht wissen, wer Mr. Freeze ist. Ja. Oh, aber Mr. Freeze war für mich eigentlich so der heimliche Star des Films. Ja. Ist er auch. Er ist der, Mr. Freeze ist wie dieser, weiß nicht, wie ein 80 Kilo Gorilla im Raum. Du weißt nicht, was er tun wird, aber du kannst einfach nicht wegsehen. Du drückst dich an die Wand und bist gespannt, was er als nächstes macht. Und du kannst sehen, dass Arnold Schwarzenegger den Spaß seines Lebens hat. Er ist halt nur nicht. Fast einfach nur wie Iceman cometh. Oh Gott, jeder Eisspruch. Eine meiner Lieblingsszenen ist, wenn sie mit der Rakete hochfliegen und er dann halt Soon we will be in space. Ah! Aber es ist wirklich ein Verbrechen, was sie in diesem Film aus Bane gemacht haben. Oh. Ja, oh, das verdränge ich jedes Mal. Kanone. Bane. Monkey und Poison Ivy, die wirkt wirklich, als hätte man sie gerade aus einem Pornoset geholt. Und sie macht das einfach in der jugendfreien Version weiter. Aber zugegeben, das ist Poison Ivy in jeder Inkarnation, halt auch in den Arkham-Spielen. Das ist immer in irgendeiner Form pornografisch mit ihr. Ja, so ist die Figur auch durchaus angelegt. Also halt so dieses, da wird ja eigentlich die Femme Fatale letzten Endes dann irgendwo auch auf die Spitze getrieben. Ja. Wir sollten aber, glaube ich, nochmal zurückkommen zu Clooney. Was ich noch gelesen habe, also er schämt sich heute selber für den Film und lässt auch keine Gelegenheit aus, sich drüber lustig zu machen. Ja, das hat er schon damals gemacht, sogar in den Interviews. Ja, genau. Ja, so ja. Ein bisschen so und ich drüber, so ein bisschen so drüber, so tongue-in-cheek drüber geredet. Ich hatte jetzt auch gelesen, dass er, wenn man ihn irgendwo trifft, auf einer Gala oder so, scheißegal, wenn man dann sagt, dass man den Film im Kino geguckt hat, dann gibt er einem sein Geld zurück. sehr geil. Und das mit das Coolste ist, er hat wirklich mal gesagt, er hat ein Bild von sich als Batman in seiner Wohnung hängen, das er jedes Mal anguckt, wenn er irgendwie so als Motivator halt für seine Karriere. Das ist nämlich auch so genial. Das ist die Art von Film und Rolle oder auch und Rolleninterpretation allgemein, was Karrieren töten könnte. Das war am Anfang seiner Filmkarriere und dann wurde er dieser gigantische Star, wo ich mir denke, ich glaube, eine seiner Mittel war, er hat nicht diesen Big-Budget-Schrott gemacht für eine Weile, sondern dann sich auf andere echte Filmmacher spezialisiert. Ja, die Coen-Brüder, ne, ja, zum Beispiel. Ja. Coen-Brüder, das kam ja ein bisschen später noch. Dann vor allem hat er ja mit, mit verschiedenen anderen Regisseuren zusammengearbeitet auch. Aber vor allem Soderbergh, richtig. Aber halt mit anderen. Auch einfach so dieses Charisma, wo dann, glaube ich, auch die Studioleute gesagt haben, so, I just like him so much, it doesn't matter. Put him in something else. Und wenn es nur eine Espresso-Werbung ist, ne? Oh Gott. Ja. Aber all das macht er mit wahnsinnig liebenswertem Charisma. Der Typ ist ein, für die Coen-Brüder ist er immer der Idiot, halt. Die casten ihn immer als den Idioten, was ich auch so geil finde. Ja, das zieht sich wirklich so richtig durch bei allen Coen-Filmen mit George Clooney. Also George Clooney, muss man ja sagen, ist ja auch hinter der Kamera eigentlich ein guter, auch wenn er diesen wahnsinnig lahmarschigen Monuments Man gemacht hat. Ich finde halt, ich habe seinen, glaube ich, seinen ersten inszenierten Film nicht gesehen, aber ich fand sowohl Monuments Man als auch Suburbicon furchtbar. Oh ja. Suburbicon, ist der von ihm? Der ist von ihm, ja. Halt viele, da haben die Coen-Brüder am Drehbuch mitgeschrieben, das merkst du ein bisschen, aber der Film ist einfach ein unglaubliches. Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle das soll. Okay. Ja, genug gesagt dazu. Meine Güte, das war eine deprimierende Erfahrung. Also, George Clooney hat aus heutiger Sicht ist. Ich glaube, Val Kilmer ist halt noch der größere Lazenbee, weil, naja, er hat halt vorher jetzt nicht so das Mega-Standing gehabt. Mhm. Und bei George Clooney wurde es noch irgendwie aufgefangen.
Ja, weil Kilmer ist ja irgendwie auch so ein ewiger B-Schauspieler eigentlich, ne? Ja. Also so wirklich richtig nach oben ist der nicht gekommen. Wer weiß, vielleicht macht er ja irgendwann mal so einen auf Michael Keaton. Ich glaube, das wird, der hatte ja in letzter Zeit ganz furchtbare gesundheitliche Probleme und hatte einen Tumor im Hals. Es gibt ja diese furchtbaren Auftritte, die er hatte in The Snowman, wo sie um ihn rumgeschnitten haben und nachsynchronisiert haben, wo man denkt, warum castet ihr ihn überhaupt in dem Fall? Halt, er sieht da furchtbar krank aus. Und das tut mir eben auch schrecklich leid, weil ich halt wirklich Filme mit ihm gesehen habe, wo ich dachte, Mensch, der Typ hat Charisma, der war doch auch in diesem in Tombstone war richtig gut. Kiss Kiss Bang Bang war super. Ja, yeah, mit oh yeah. Downey Jr. zusammen. Ja, also halt es. Da hätte man eigentlich gedacht, der feiert so ein richtig schönes Comeback, weil Kiss Kiss Bang Bang war ja auch ein Comeback für Downey Jr. Ja, ja. Ne? Und das hat ihn dann ja letzten Endes auch zu der ganzen Iron Man Kiste gebracht. Man vergisst das halt gerne, ne? Das Downey Jr. war damals auch eine Risikobesetzung, sogar auch dann wirklich für Iron Man durch seine ganzen Vorgeschichten. Und Kiss Kiss Bang Bang war ja so sein Comeback. Genau. Mit seinem Buddy Shane Black und Val Kilmer. Und Val Kilmer ist super in Kiss Kiss Bang Bang. Ja. Also kann ich generell eh nur empfehlen, den Film. Das ist, Shane Black Filme sind halt so eine Sache, die sind halt eigentlich immer ein Stück weit dasselbe. Aber Kiss Kiss Bang Bang ist schon ziemlich, ziemlich spaßig. Wenn auch chauvinistisch, aber ja gut, damit muss man halt leben bei. Ja. Bei Clooney einmal, ich glaube, das meiste wird einfach hängen, weil es ist George Clooney und George Clooney ist eben heute auch noch ein großer Star, das erinnern sich viele daran. Oder auch einfach, weil der Rest des Films so einfach so kacke ist im Vergleich zu Batman Forever, weil Batman Forever ist halt nicht so schlecht. Und Batman und Robin ist dann halt so dermaßen der Bodensatz in so vielerlei Hinsicht, dass sich da dann eben auch viel mehr Leute dran erinnern. Das ist dann auch der bei den Razzies so viel abgeräumt hat. Das ist der Comicfilme für eine Weile getötet hat tatsächlich. Ja, da war ja da im Honest Trailer ist er so, who is Batman's murderer? His name is Director Joe Schumacher. Aber, da haben wir die Parallelen zum Kollegen Superman, der wurde auch ab dem vierten Film erstmal für eine Zeit lang gekillt. Ja, die hatten ja in den späten 90ern hatten sie vor, einen neuen zu machen, auch inszeniert von Tim Burton, was dann aber eingestampft wurde nach einem Jahr Vorproduktion. Oh, fuck. Ja, und es hing auch zusammen mit Batman Robin, soweit ich weiß. Ja, unter anderem, weil der gefloppt ist und dann hat auch unter anderem Warner Bros. Gesagt, ach, wir lassen erstmal mit dem Comic Mist. Ja, weil es sollten zwei, das habe ich nochmal nachgelesen, es sollten zwei Sequels kommen noch zu Batman und Robin. Also wenigstens einer, der Batman Unchained geheißen hätte. Ja. Und dann irgendwie einen mit einem Batman Triumphant, unter anderem auch mit der Batman vs. Superman Idee irgendwann kam das auch. Ja, ja. Genau, noch ohne David S. Goyer, der mal gesagt hat, Batman wie Superman ist die letzte Option, die man auslotet. Oh. Ja. Wenigstens der Idiot in irgendeiner Form selbstbewusst. Ja, okay, auf David S. Goyer kommen wir, glaube ich, noch. Das ist ja ein ganz besonderer Freund von mir und Lasse vor allem. Wir reden ja aber nicht über die Autoren, sondern wir reden über die Batman. Und in diesem Fall dauerte es knappe 7 Jahre, bis wir einen neuen Batman-Film bekamen. Mhm. Aus einer ungewöhnlichen Quelle, inszeniert von Christopher Nolan, damals vor allem bekannt für Memento und Insomnia. Und mit Christian Bale in der Hauptrolle. Unter anderem haben mehrere Leute vorgesprochen, darunter Cillian Murphy. Er hatte vorgesprochen für Batman und Nolan so beeindruckt, dass er ihn dann vorgeschlagen hatte als Scarecrow, was er dann auch für die nächsten 3 Filme war. Und in dem Casting-Video trugen sie, glaube ich, George Clooneys Batman-Kluft. Stimmt. Und damals schon fand dann Christian Bale seine Stimme so ein bisschen. Und man kann dazu sagen, Christian Bale hat auch da schon seinen Körperkult betrieben. Er hat da vorher der Maschinist gedreht. Mhm. Wo er so richtig, richtig ausgehungert war. Ja. Und dann hat Nolan zu ihm gesagt, hier, aber du musst dir schon ein bisschen was an draufschaffen. Körperreserven draufschaffen. Und das hat er innerhalb kürzester Zeit gemacht. Also der Typ ist da in der Hinsicht ein Phänomen, wie er immer wieder mit seiner Gesundheit da spielt. Ja, das war ein extremer Wechsel. So sehr sogar, dass er am Anfang irgendwie zu viel Gewicht drauf hatte. Genau, er hieß dann Fatman, hieß er dann hieß am Set, genau. Und also wie er das hinbekommen hat, das ist für sich genommen schon. Ich weiß noch, mir wurde damals von meinem Bruder der Maschinist auf DVD gezeigt. Und dann sagte er zu mir, ja, das ist der neue Batman-Darsteller. Ich dachte mir so, was?
Was haben sie denn da für einen gecastet? Also jeder, der der Maschinist gesehen hat, ja, weiß, wie Christian Bale da aussieht. Ich meine, ich habe irgendwo mal gehört, der wollte sich auf 35 Kilo runterhungern. Oder auf, yep. Auf irgendwie 39 oder was. Und dann haben die Produzenten ihn gestoppt mit der Drohung, ja, entweder hörst du jetzt auf oder aber wir schmeißen dich raus. Weil der hat auch schon wirklich dann Schwächeanfälle und Ohnmachtsanfälle am Set gehabt, weil der halt so schwach war. Der hat sich irgendwie von einer Dose Thunfisch und einem Apfel ernährt am Tag. Unfassbar. Ja, das ist schon krass. Und da muss der ordentlich an Muskeln zulegen und so weiter. Ja, aber das kriegt der hin. Also ich meine, gut, der hört ja jetzt auch auf mittlerweile mit diesen Geschichten, heißt es, ne? Das, ja, ist besser, man. Sonst bringt er sich irgendwann tatsächlich um. Nee, aber er ist ein Schauspieler der Extreme. Und lustigerweise, ich glaube, so ein bisschen ein Casting, so ein Bewerbungsvideo war American Psycho. Ja. Denn, denn da hat er, da gibt es bestimmte Elemente von Bruce Wayne und Batman, in dem Sinne der überkorrekte, unscheinbare Geschäftsmann nach außen hin, der ein düsteres Geheimnis hütet. American Psycho ist es halt etwas ganz anderes. Aber das, finde ich, deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass vielleicht bestimmte Leute das gesehen hatten und gesagt haben, hey, probieren wir es mal mit dem aus, halt laden wir den mal ein für ein Casting. Damals ist er auch auf Jared Leto getroffen. Ja, ja. Also den späteren Joker. Oh ja, das ist eine herrliche. Er zerstückelt Szene. Den späteren Joker. Das ist so befriedigend. Ja. Das ist echt toll. Also alle Jared Leto-Hasser, schaut euch American Psycho an. Bei dieser Gelegenheit möchte ich gerne erwähnen, ich war bei dem Spätfilm-Podcast zu Gast letztes Jahr und wir haben dort über American Psycho geredet, sehr ausführlich. Oh, großartig. Und ich empfehle die Folge unbedingt. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir gehen da sehr in die Tiefe. Oh Mann. Sehr geil. Ich liebe dieses Buch. Und den Film finde ich auch großartig und Bale ist da. Also was viele gar nicht wissen, dass American Psycho ursprünglich mal ein richtiges Prestigeprojekt war von Oliver Stone, der da wohl auch so ein bisschen so seine Wall Street-Wurzel mit einbringen wollte. Ja. Und gecastet war in der Hauptrolle DiCaprio tatsächlich. Ja, und Tom Cruise war auch mal im Gespräch. Ja, und Tom Cruise ist Patrick Bateman, also die Hauptfigur in American Psycho, ist stark an ihn angelehnt. Und im Roman begegnet er ja sogar Tom Cruise, weil er nämlich denselben Wohnort da zu der Zeit hat. Über all das und noch viel mehr reden wir im Spätfilm-Podcast. Also checkt die Folge aus und den Podcast allgemein. Der ist nämlich richtig toll. Werbung Ende. Genau. Aber zurück zu Christian Bale. Kaum erwähnt Dominik mal nicht Movie Break. Kommt, lass er. Zurück zu Christian Bale. Diesmal nicht, nein. Christian Bale hat den Vorteil, dass er wirklich drei lange, lange Filme Zeit hatte, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und er war der große Comeback-Batman. Er hat gezeigt, boah, der Dunkle Ritter funktioniert ja tatsächlich noch. Mega-Reviews, dann der zweite Teil, einer der beliebtesten und bahnbrechendsten Comic-Verfilmungen aller Zeiten. Dann der dritte, ein solider Follow-up, der nicht mehr ganz mithalten konnte, leider. Und wo dann auch Christian Bale zurückstecken musste, in vielerlei Hinsicht, leider. Aber halt, das Geile ist wirklich, im ersten Film, in Batman Begins, ist er absolut der Fokus. Er geht nicht unter zwischen den Schurken, obwohl es wieder zwei sind. Richtig. Es ist durch und durch Batmans Film. Und er stemmt das wirklich auf seinen Schultern in jedweder Weise und macht seine Sache wirklich, wirklich gut. Für mich ist immer noch Batman Begins wirklich einer der besten Origin-Filme, die es gibt. Ja. Und gleichzeitig ist der auch noch der Nolan-Film, der am ehesten noch so Comic-Wurzeln hat. Ja. Na, also vor allem vom Gotham her. Das Geile ist vom Look her, es sieht aus wie ein Batman-Film von David Fincher. Stimmt. Ja, tatsächlich. Und dabei wird Nolan oft vorgeworfen, dass er eigentlich keinen sonderlich markanten Look hätte. Oh, das hat sich definitiv etabliert nach und nach. Du kannst sogar schon in den Insomnia, kannst du schon den Nolan-Look sehen. Ja, der ist halt natürlich, also Nolan ist natürlich schon immer so ein bisschen kälter, distanzierter. Ja. Ja, halt ähnlich. Ja, doch, Fincher ist eine gute Referenz dafür. Ja, jedenfalls bei Batman Begins. Bei The Dark Knight, da hast du den Michael Mann-Einfluss. Ja, aber richtig. Also allein schon die Intro-Sequenz ist ja eigentlich eine Liebeserklärung an Heat. Ich glaube, die haben sogar dem Team, glaube ich, gezeigt, die Einbruchsequenz von Heat hat er, glaube ich, dem Team gezeigt als Einstimmung. Ja. Also so möchte ich das haben. Ja, so macht Nolan das immer bei seinen Filmen tatsächlich, dass er am Anfang der Crew einen Haufen Filme zeigt. Ja. Aber genau, aber das ist so interessant. Aber eben auch bei, ich war bei Christian Bale für eine kleine Weile zwiegespalten. Das Lustige ist, The Dark Knight war mein allererster Batman-Film. Ich hatte davor keinen anderen gesehen, nicht mal Batman Begins. Und war überrascht, wie gut ich tatsächlich klarkam, weil es ist
The Dark Knight ist so ein loses Sequel, wo du auch gut zurechtkommst, wenn du nicht unbedingt die Figuren kennst. Im Fall von Rachel, wo es halt umgecastet wurde und sie eigentlich ein komplett anderer Charakter ist, ist in dem Sinne sogar von Vorteil, wenn du da unbefangen herangehst. Aber bei Christian Bale hatte ich so ein gewisses Problem, weil ich immer dachte, sein Bruce Wayne sieht richtig toll aus als Bruce Wayne. Ich finde, er sieht sehr, sehr gut aus im Anzug, hat eine gute Ausstrahlung, eine gruselige Ausstrahlung. Mein Problem mit seinem Bruce Wayne ist, er spielt das so auf, als einfach, dass es mir ihm ansieht, als hätte er was zu verbergen. Ja, es ist immer irgendwie seine Masche. Seine Masche ist immer so ein Ticken zu offensichtlich, was mich ein bisschen stört. Okay. Ja, wo ich ja, weiß nicht, das wirkt alles so ein bisschen sein Playboy-Gehabe, seine Witze über, ja, wer hat diesen Batman an der Hand? Oh, der hat doch eindeutig psychologische Schwierigkeiten und so weiter. Das wirkt alles immer so ein bisschen zu offensichtlich und aufgesetzt. Ja, das soll es natürlich auf der anderen Seite sein, ne? Das ist vielleicht genau das Gegengewicht zu Michael Keaton. Genau. Wo es halt durchaus auch intendiert ist, dass er Langeweile ausstrahlt. Ja. Und man muss natürlich bedenken, er spielt natürlich auch diesen Bruce Wayne so ein bisschen, also so dieses Überhebliche. Und ich fand das eigentlich in Batman Begins zum Beispiel auch sehr authentisch, weil irgendwann durch den Impuls von Alfred, also Michael Caine, fängt er dann ja erst an, also es heißt ja in einer Szene, wenn sie ein bisschen Spaß vortäuschen, Master Wayne, dann könnten sie ja versehentlich sogar welchen haben. Ja, wie sie es so richtig erklären, dass er halt, sie müssen, wie wär's mit Polo und so weiter, um die Verletzung zu erklären und so, dass sie ja wirklich in die Tiefe gehen dabei. Das war ja auch die Filmreihe, wo dann auch Alfred anfing, so herrlich sarkastisch zu werden. Oh, ich fand ihn auch, er hat auch seine sarkastischen Momente als Michael Garth in den anderen Filmen. Ja, finde ich auch. Der ist sogar einer der wenigen guten Aspekte. Ja, diese Art des britischen Humors, das bringt er da auch gut rüber in den anderen Filmen. Ah, Michael Caine ist großartig. Ja, er ist für mich eben einer der besten Alfreds. Oh ja. Weil er bringt das Ganze wirklich am trockensten rüber. Ja, das ist perfekt. Und bei mir hatten wir Batman Begins, also ich finde den Film klasse. Oh, Batman ist da zum ersten Mal nicht der Nebendarsteller. Aber eine Erscheinung hat da für mich auch so ein bisschen angefangen, weil mit Batman Begins war es dann für mich so ein bisschen, ach, wie oft muss ich den jetzt noch sehen, wie seine Eltern erschossen werden? Da hat für mich so eine gewisse Abnutzungserscheinung eingesetzt. Ja, das liegt aber, glaube ich, auch so in der Natur der Sache. Ja. Und ich meine, Snyder hat es dann ja auch nochmal zelebrieren müssen. Aber Snyders, man kann über den Film sagen, was man will, aber Snyders Version ist wirklich die visuell beste Version. Ich war absolut geflasht von dieser Sequenz. Ist halt wieder wie so ein Musikvideo. Wie Musikvideo, wie exakt wie in den Comic. Was sie mit den Perlen machen, ist unglaublich in dieser Szene. Ja, das ist toll tatsächlich. Das muss ich ihm lassen. Ja, aber da beweist er einfach wirklich ein Händchen. Das Ding genau, also ich hatte da mein Gedanken zu Christian Bale gesagt, deshalb finde ich, seine Performance ist so unglaublich stark in Batman Begins, weil er eben komplett der Fokus ist. Er spielt das alles sehr gut, er spielt das sehr nachvollziehbar, aber man sieht halt auch, dass er Spaß hat an bestimmten Dingen, das Auto ausprobiert, wenn er sich seine Ausrüstung zusammensucht. Er hat diesen forschenden Gesichtsausdruck, er hat aber auch den amüsierten Gesichtsausdruck, wenn ihm etwas gefällt. Und er ist eben auch, er ist einschüchternd in seiner Aufmachung. Und in diesem Film ist auch seine Stimme noch nicht ganz so over the top. Also jedenfalls auch noch nicht so ganz so nachprozessiert, wie sie es dann vor allem in The Dark Knight Rises gemacht haben, wo er klingt, als hätte er Donald Duck verschluckt. Ja, so richtig Kehlkopfkrebs, ne? Und Bane ist ja noch schlimmer, ne? Ich habe das Gefühl, in The Dark Knight Rises machen sie es absichtlich schlimmer. Weil in The Dark Knight ist es mir auch nie negativ aufgefallen, in Batman Begins auch nicht, aber dann Dark Knight Rises zum ersten Mal dachte ich, Mann, klingt das scheiße hier. Aber vielleicht haben sie sich da gedacht, wenn schon Bane Stimmprobleme hat, dann kann Batman die auch haben. Aber wisst ihr, wir können nicht zwei Leute haben, die eine komische Stimme haben, wenn dann da Batman, where's the trigger? Mr. Wayne! Oh Gott. Oh, Mr. Rain, I'm a spawn in the dark. Your punishment must be more severe. Also, get my microphone closer to my face. Aber wir sprechen jetzt nicht über Tom Hardy, der ja an für sich ein guter Schauspieler ist. Nee, aber wir können ja nochmal bei The Dark Knight betonen. Da gab es ja auch schon die ersten Shitstorms, als Heath Ledger als Joker besetzt haben, weil das davor einfach nur der Typ ist, den du aus 10 Dinge, an die ich die Hasse kenne, oder aus Ritter aus Leidenschaft. Genau, Ritter aus Leidenschaft. Oder sowas wie Brokeback Mountain.
Ja gut, Brokeback Mountain war ja schon Charakterkino. Schon, aber halt ja. Auch nicht etwas, was irgendwie dich, oh, das ist der perfekte Joker. Womit du assoziierst, ja, da hattest du bei Christian Bale mit dem American Psycho schon besseren Vorteaser als hier bei Heath Ledger. Ja, Heath Ledger hat nichts gemacht, was dann der in dem Fall darauf hinweist. Genau. Ja, so Heath Ledger hat diesen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen kleinen australischen Film, der richtig gemein ist, mit ihm, Abby Cornish und Jeffrey Rush im Drogenrausch. Candy heißt der. Ja, das sagt mir irgendwas. Der ist richtig, richtig, richtig verstörend. Und da hat dann auch Heath Ledger so langsam eine Entwicklung hingemacht zu düsteren, differenzierteren Rollen. Also was so ein bisschen schade ist, also ich muss dazu anmerken, Heath Ledger ist für mich tatsächlich ein sehr inspirierender Schauspieler gewesen im Nachhinein. Und der hat halt ein Problem gehabt, dass der ist halt irgendwie immer manchmal so in seine Teenie-Schauspielerei zurückgefallen. Ja. Dabei hat er eigentlich ernsthafte Rollen gesucht. Aber wir sprechen jetzt nicht über Heath Ledger. Was man noch zu Bale sagen kann, ich finde es sehr geil, dass, also klar, hier American Psycho, das ist für mich ein Teaser. Also allein schon der Name Bateman Batman. Ja. Oh ja. Ja. Aus heutiger Sicht ist das eine geile Metaebene. Ja gut, Patrick Bateman ist ja schon wirklich eine Karikatur in American Psycho. Und ich finde nicht, dass er, also ich hatte nie den Eindruck, dass er förmlich so seine American Psycho Manierismen auspackt als Bruce Wayne. Nein. Sondern dass er eher so, auch so ein bisschen unbeholfen, er muss halt erst reinkommen so in diese Rolle als überheblicher, neureicher Playboy. Ja. Und das bringt er großartig rüber. Vor allem spielt er so viele verschiedene Bruce Waynes. Er spielt Bruce Wayne den Verlorenen, den Wanderer, den Ausgestoßenen. Er spielt Bruce Wayne den Playboy. Er spielt Bruce Wayne den Zerrissenen, der kurz davor ist zu morden aus Rache und so weiter. Sein Bruce Wayne hat eben so viele verschiedene Facetten und Stationen in dem Film. Aber auch seine Auslegung generell und die der Bösewichte ist eben eine realistischere als die, die man es gewohnt war. Also davor hatte er immer so gewisse Fantasy-Elemente oder Trash-Elemente, das wurde da alles wirklich erstmal fallen gelassen. Wir waren ja wirklich alle schockiert. Mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass ein ernsthafter Joker funktioniert und so ein richtiger Terrorist. Ja, es hat eine moderne Interpretation. Ja, aber das hat dann zum ersten Mal auch den ganzen Mainstream bewiesen. Ja, Comicfilme können auch was anderes. Ja. Es ist halt bei Baylor so, Lasse, da gebe ich dir schon recht, dass der halt in Batman Begins eigentlich auch mit die meisten Facetten hat. Vor allem dieses Tragische arbeitet Nolan auch wirklich heraus. Er hat ja auch in Interviews erzählt, dass er Bale, weil normalerweise, es war ja auch damals so, man castete Batman-Darsteller in erster Linie halt so, ja, so ein Action-Standard. In erster Linie wollte man Action-Schauspieler haben halt für die ganzen Stunts und so. Und Nolan hat aber wirklich dann den Charakter und wirklich die Zerrissenheit in den Fokus gerückt an der Stelle. Und das hat aus meiner Sicht grandios funktioniert. Ja. Also Bale verkörpert wirklich nahezu jeden Aspekt der Figur großartig in Batman Begins. Absolut. Und es ist halt auch sehr schön, dass man ihn im Gegensatz zu den anderen Geschichten, also das ist natürlich auch der Vorteil, das ist ja hier eine Origin-Story, die wir zum ersten Mal haben. Er hat dann eben halt auch diesen Counterpart mit Liam Neeson, der auch richtig schön gegen den Strich besetzt wurde von Nolan. Ja, und vor allem auch eine Vaterfigur ja spielt, nach welcher sich Bruce Wayne insgesamt sehnt und dann auch noch so eine Überraschungsschurke ist in gewissem Sinne. Man muss dazu sagen, die Origin damals war, dass Batman irgendwie 7 Jahre lang verschwunden ist. Und genau. Dann kommt er geläutert wieder. Und diese Lücke, die seit Jahrzehnten da geklafft hat, die hat man mit diesem Film eigentlich ziemlich gut gefüllt. Ja, und vor allem auch, was man auch ansprechen muss, Bales Batman war dann der erste Batman, der seinen Kopf drehen konnte irgendwann, weil sie es tatsächlich innerhalb der Handlung von The Dark Knight ansprechen, was ich absolut genial finde. So geil, ja, das rückwärts einparken wäre dann schon mal leichter, ne? Ja, und dann tatsächlich entwickeln sie einen Anzug, weil ich weiß auch nicht, woran das lag, dass sie von dieser Haube irgendwie nicht weg wollten oder nicht weg konnten, weil sie dachten, das wäre zu ein großer Unterschied. Aber im Fall von The Dark Knight, es sieht halt mehr aus wie ein Helm, aber es ist ganz offensichtlich immer noch Batman. Ja. Also es passt alles. Er sieht schon wirklich aus wie ein Ritter, ne, in The Dark Knight. Ja, ich meine, das ist im Titel. Ja, obwohl der Titel ja sehr ambivalent ist. Aber trotzdem, ich meine, passt. Aber auch stellvertretend für seine Schlagfertigkeit muss man eben dieses klotzige Batmobil
erwähnen. Mm, den Tumblr. Er sagt ja wirklich, wie kampfbereit dieser Batman ist, wenn du das mit dem schlanken Michael Keaton Batmobil vergleichst, mit dem Schnittigen. Obwohl das ikonischer ist. Ne? Ja. Ich glaube, das wurde von Nolan so entworfen, da hat irgendwie den Mittelteil von einem Spielzeugjet genommen und drumherum so das mit Knete geformt und das den Designern gegeben, hat gesagt, lass es ungefähr so aussehen. Insgesamt wurden da 4 funktionstüchtige Modelle gebaut und dann wirklich ein Modell für die Fahraufnahmen, ja, über die Dächer und so weiter. Und insgesamt ist es ein ziemlich übertriebenes Teil, weil die anderen Batmobile, die spiegeln die jeweiligen Zeiten sehr gut wider. Aber dieses Ding hier, ist wirklich unbedingt zeitlos. Es wirkt einfach ein bisschen anonym halt. Du würdest das nicht angucken und sofort denken, oh, das gehört zu Batman. Das könnte auch in sonst irgendeinem Film, könnte das so auftauchen. Das Batpod auf der anderen Seite ist dann wiederum ein ziemlich cooles Teil. Boah. Womit sie vor allem in The Dark Knight Rises, wenn die mit dem Ding wenden und sich die Räder so seitlich drehen, meine Güte, sieht das toll aus. Das ist, obwohl das ist CGI dann, glaube ich, an der Stelle, ne? Aber das, also mit dem Tumblr, das ist ja durchaus auch in die Handlung eingebettet, dass er so, also, angebettet. Also der ist ja wortwörtlich, ist er ja eigentlich ein, das ist ja buchstäblich Militärfahrzeug. Genau. Ja. Ne, an der Stelle. Und das wird ja auch, also zu diesem geerdeten Ansatz passt es sehr gut. Viele stören sich ja daran, dass es dadurch dann halt irgendwie so ein bisschen austauschbar wirkt. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist der Prämisse geschuldet tatsächlich. Ja, eben, weil dann halt auch Realismus und das ist, für dem ich mit einem fledermausförmigen Ding da rumzufahren. Ja, aber du hast auch in diesen Filmen so unglaublich viele Anker von Batman, die teilweise wegbröckeln. Also du hast einen Lucius Fox, du hast einen Commissioner Gordon, du hast einen Rachel, du hast Alfred. Das war auch auf eine gewisse Art ein zugänglicherer Batman. Die anderen waren so, bis auf Clooney und Kilmer, so diese einsamen Ritter. Ja, und dann haben sie den halt Robin mit in die Höhle gebracht und dann alles ein bisschen gesellschaftlich, haben es wirklich halt geöffnet. Oh Gott, Robin. Und dann auch noch versucht ihr wirklich in Batman und Robin, ist er ja kurz davor, tatsächlich eine glückliche Beziehung einzugehen. Also nicht mit Robin, sondern mit diesem Model, wie auch immer. Aber halt, wo sie wirklich mit dem Gedanken spielen, hey, jetzt ist er wirklich kurz davor, in irgendeiner Form vielleicht glücklich zu werden. Aber daraus wird dann nichts, wie auch immer. Aber stimmt genau. Und es gibt eine lustige Anekdote von dem Set, wo er doch aufwacht, da 2 Tage, nachdem ihn da die Drogen von Scarecrow fertig gemacht haben. Und dann wacht er auf und dann sind dort Lucius Fox und Alfred. Und halt, der ist wirklich, während sie den Shot vorbereitet haben, ist Bale im Bett eingeschlafen. Und Michael Caine hat ihn so angetippt, so in die Rippen gepiekst und hat so gesagt, he's bloody fallen asleep. Aber das ist nicht die Szene, wo er sagt, Fledermäuse sind nachtaktiv, ne? Nee, die ist es nicht, genau. Das ist die, wo er mit dem Gift da voll ist, ne? Ich finde das auch so geil, die Antwort auf Fledermäuse. Aber selbst für reiche Playboys ist 3 Uhr nachmittags gewagt. Ah, die Chemie zwischen beiden ist auch so klasse. Das ist wunderbar. Also ich verstehe auch nicht, warum viele sagen ja immer, dass die Nolan-Batman-Filme so humorlos wären. Die haben unglaublich lustige Stellen drin, halt. Die haben wirklich eine gute Humordosis. Ja, so trockener Humor. Ja, es ist wirklich, die verwechseln immer düster mit realistisch, weil es sind sehr realistische Filme und es gibt düstere Stellen. Vor allem, das sind mit eigentlich Christopher Nolans emotionalste Filme in gewissem Sinne, weil sich da die Menschen tatsächlich noch wie Menschen benehmen und nicht wie Roboter, so wie im Fall von Interstellar. Ja. Obwohl der eigentlich recht emotional ist. Ja, auf der Oberfläche. Also so von der Handlung ist der recht emotional angelegt. Die lesen ihren Text ab und sagen das auch wie Siri. Ja, das ist schon, ist ein Argument, klar. Also ich mag den Film zwar, ich mag eigentlich alle Christopher Nolan-Filme, muss ich dazu sagen. Aber dass er manchmal so ein bisschen so eine gewisse Distanziertheit, besonders wenn es um Emotionen geht. Ja. Bei Batman hat es allerdings noch funktioniert am besten mit, weil, da ist halt die Vorlage da. Ja. Und das Drama, das ergibt sich dann ja schon irgendwo von selbst. Und ich finde auch, dass Nolan bringt die Zerrissenheit von Batman schon wirklich richtig auf den Punkt, insbesondere in Batman Begins. Man muss dann auch sagen, in den beiden anderen Filmen, also in Dark Knight Rises steht er dann wieder mehr im Fokus,
Aber in The Dark Knight wird er halt dann schon, ja, ähnlich wie mit Jack Nicholson einst, wird er schon an die Wand gedrängt, so ein bisschen. Ja, aber das lag auch mit bei dem ganzen Vorpomp. Oh, Heath Ledgers letzte große Rolle, bladiblob. Und das war dann natürlich auch, das war auch nicht wirklich Teil des Marketings. Die haben damit nicht wirklich geworben. Alles, was sie nur machen mussten, ist Heath Ledger irgendwie in den Trailer packen und dann war, hey, sold. Aber natürlich wurde er davon, von dem ganzen Zeug natürlich überschattet. Und gerade bei so einer schillernden Performance ist das klar, dass er da ein bisschen auch in den Hintergrund gerückt ist. Und für mich ist dadurch auch Teil 3 in den Hintergrund gerückt. Ich war irgendwie schon enttäuscht von Teil 3. Ich war auch enttäuscht, aber ich habe ihn jetzt vor kurzem nochmal gesehen und ich habe. Und das ist das größte Problem an dem Ding, ist das Skript. Das Skript ist einfach wirklich schlecht. Oh ja. Das Skript ist schlecht geschrieben. Wenn das Skript in irgendeiner Form besser wäre, dann hätte ich mit dem Film so viel weniger Probleme. Gefühlt ist ja Batman da zu 70% ein Invalide. Also er kommt, kriegt von Bane ordentlich auf die Fresse, ist wieder Invalide und dann befreit er sich. Ja, ja. Ja, da sind, also das Skript von Dark Knight Rises, das ist schon problematisch, vor allem, was dann so zwischen den beiden Teilen, also zwischen Dark Knight und Dark Knight Rises, dann alles so passiert ist. Mhm. Also diese ganze Story um diesen Reaktor zum Beispiel, ne? Das ist alles so, das wirkt alles so reingewürfelt. Alles reingeschmissen und es ist einfach, es klingt so, als würde sich Nolan nicht mehr interessieren, wirklich für die Materie. Die eine muss ja unbedingt noch die Tochter von Ra's al Ghul sein. Ja. Das ist wirklich kacke. Das ist so ein Scheiß-Twist. Dieser Twist dann generell, dass Ra's al Ghul dann der Handlanger von ihr ist. Ja, das ist aber generell so eine Schwäche der Nolan-Filme, dass er gewisse Figuren dann als Handlanger irgendwie benutzt. Also zum Beispiel auch Scarecrow hätte man noch mehr draus machen können. Und dann wird er halt nur zum Handlanger gemacht von Liam Neeson, der dann der große Bad-Motherfucker ist. Vor allem, der Scarecrow's Auftritt in The Dark Knight ist so Witzfigur-mäßig. Du würdest nie, ich hab The Dark Knight gesehen, dachte mir, oh, das ist irgendein Krimineller. Dann habe ich Batman Begins gesehen und dachte, was, er war einer der Hauptschurken hier? Und dann siehst du ihn ja noch mal in Teil 3 in dieser Richterszene. Ja, was dann in dem Sinne ein amüsantes Cameo ist, was auch in Ordnung geht. Aber ist wirklich nur ein Cameo. In Dark Knight, dann machen sie einfach nur aus dem irgendwie, ja, bläh, wie auch immer. Das fand ich nicht ganz so gut. Wir dürfen uns zu Recht fragen, was wäre aus Teil 3 geworden, hätte wie geplant Heath Ledger überlebt und er und Two-Face hätten dann nochmal ein Gespann gebildet und das hätte definitiv einen besseren, reizvolleren Dark Knight Rises abgegeben. Na, ich meine, Two-Face ist ja gestorben in The Dark Knight und da war ja nicht klar beim Dreh, dass Heath Ledger sterben wird. Ja, aber das haben sie wahrscheinlich. Nee, das war vorgesehen mit Two-Face von Anfang an. Aber das ist halt auch verschwendet in dem Fall. Two-Face ist leider irgendwie verschwendet in dem Film. Ja. Trotz guter Performance und guten Ideen bei der Figur. Aber ich wünschte halt, sie hätten den Charakter hätten sie, so wie in der Cartoon-Serie, Animated Series, wo ihr halt nicht die erste Folge mit Harvey Dent ist nicht die, wo er zu Two-Face wird. Er ist Bestandteil der Serie vorher und ein Freund von Bruce Wayne. Was eben auch dann, das ist so dieser Game of Thrones-Effekt, wo du eben halt längere Zeit tatsächlich mit den Figuren verbringst und dann entsprechend die Entwicklungen auch einfach dann mitbekommst. Aber ich fand Anne Hathaway als Catwoman ganz okay. Ich fand die richtig gut. Ja, ja. Da war ja auch war jede gut. Menge vorher, die kriegt das noch nie im Leben hin. Und gerade bei den Leuten, die den Film wirklich gehasst haben. Ja, überall. Anne Hathaway wurde eigentlich immer unversehrt gelassen. Ja, ich mochte sie auch als Catwoman. Also ich hatte damals wirklich gehört von jemandem, weiß ich, ob ihr den noch kennt, hier Frank Tausch damals auf YouTube. Oh Gott. Der hatte dann, also jetzt unabhängig davon, der ist ja auch mittlerweile verstorben. Der hatte wirklich dann, der hatte extreme Vorbehalte und dann hat er in seiner Kritik gesagt, gibt der einen eigenen Film in dieser Rolle, ne? Ja, haben sie ja tatsächlich auch überlegt, aber dann ist ja alles ad acta gelegt worden und das ist eine wunderschöne Überleitung, für einen Neuanfang, welcher mit Man of Steel startete und ursprünglich hätte da Batman auch gar nicht so früh reinkommen sollen, aber als Man of Steel nicht die Marvel-Nummern eingespielt hatte, haben sie gesagt, wir brauchen jetzt sofort Batman und dann haben sie ihn halt reingeschmissen. Statt Man of Steel 2 gab es dann halt direkt Batman wie Superman ohne jede Vorbereitung. Und auch hier, kontroverses Casting, meine Güte, wurde das viel diskutiert und belacht. Ja. Ben Affleck als Batman. Ich war von Anfang an offen, weil ich ganz genau wusste, so lief das schon immer ab. Und Ben Affleck, meine Güte, hat er die Leute eines Besseren belehrt mit seiner Interpretation von Bruce Wayne und Batman. Ich finde, er hat ein wahnsinnig dem schlechten Skript und der furchtbaren Struktur zum Trotz. Es liegt nicht an ihm, dass Batman wie Superman nicht funktioniert. Er macht wirklich das Allerbeste draus und interpretiert die Rolle auf eine düstere Art. Sein Bruce Wayne ist überzeugend, sein Batman ist einschüchternd und überzeugend. Ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Ja. Ja.
Wer fängt an? Kann man nicht viel mehr zu sagen. Nö, es ist mein Lieblings-Batman. Ja, für viele war er dann tatsächlich der neue Lieblings-Batman. Und er ist extrem an Keaton angelehnt. Nicht nur in dem Sinne von, wie er tötet und so weiter. Ja. Auch von der. Er hat Keaton-Züge, was ziemlich cool ist. Aber er ist auch der perfekte Batman aus The Dark Knight Returns, auch mit der Statur und allem. Ja. Was das für ein bulliges Vieh ist. Und das ist der erste Batman, der sich von vornherein selbst in diesen klotzigen Anzug bewegen konnte. Ja, ja, er ist sehr agil. Was auch aber einer der Gründe ist, ich glaube, das Cape war animiert. Ja, das war es, glaube ich, wirklich so. Er wird halt leider immer auf Martha reduziert. Ja, der ganze Film. Diese furchtbare Eisenrüstung. Ich mochte den Film. Ja, gut. Gibt viele, die den mochten. Ich war wahnsinnig. Ja, der ist ja nicht unumstritten. Ne? Also ich mochte alles mit Batman. So viel kann ich sagen. In diesem ganzen Chaos, in all diesem Snyder-Ego-Geschmiere steckt ein wahnsinnig geiler Solo-Batman-Film drin. Ja, mit ihm und Jeremy Irons dann zum Beispiel. Ja, ne? Jeremy Irons, auch fand ich sehr solider Alfred, eine andere Interpretation. Mhm. Steampunk-Alfred in gewissem Sinne. Was schon so, so ein bisschen burnt out und so weiter. Wo ich aber die ganze Zeit dachte, ich hatte so manchmal das Gefühl, ich gucke mir Jeremy Irons da an als Alfred und ich dachte die ganze Zeit so im Inneren, er muss doch irgendwie ein Bösewicht sein. Es ist Jeremy Irons. Es ist Scar, verdammt. Ganz genau, halt. Er muss doch irgendwann gibt's einen Twist. Oh, er war in Wirklichkeit die und die Figur, weil es einfach Jeremy Irons ist. Aber er macht das auch richtig gut. Die haben einen guten Rapport in den wenigen Szenen, die sie teilen. Das kann man jetzt ja aber auch mal kurz anmerken, weil ihr gerade von Scar gesprochen habt. Habt ihr das mitbekommen? Weil es gab ja jetzt Spekulationen mit dem Lion King Remake auch, ob Thomas Fritsch nochmal vors Mikrofon geholt wird. Oh. Das gehört jetzt definitiv der Vergangenheit an, weil ich habe jetzt letztens gehört, dass Thomas Fritsch keine Stimme mehr hat. Oh nein. Oh. Der ist in einem Altenpflegeheim und mit dem geht's richtig zu Ende. Oh, Scheiße. Nein. Ja, das ist sehr, sehr schade. Also er hat ja noch, Alfred hatte ja noch in Batman wie Superman vertont. Und in Justice League. In Justice League war auch dabei. Genau, in Justice League auch. Und ich kann mich auch erinnern, das hat mich total weggehauen, das habe ich letztens jetzt dann halt gelesen, in Game of Thrones hatte er eine ganz kurze Synchronrolle als Randall Tarly. Ah. Also als der Vater, ich hoffe, ich spoilere dich jetzt hier. Alte Neid wird bloß nichts sagen, ich bin noch nicht so weit. Okay, und der wurde dann tatsächlich ersetzt bei der Synchro, also schon bei der 7. Staffel. Und ich habe jetzt echt nur mal reingehört und man hört es raus, es ist Tommy Pieper. Alf. Oh. Alf. Also man hört es tatsächlich nicht raus, das hat mich total weggehauen. Tommy Pieper, wirklich. Also. Ich glaube, das letzte, woran ich Thomas Fritsch gehört hatte, war halt als Erzähler in Jim Knopf und Lukas. Ja, das ist auch seine letzte Rolle tatsächlich dann jetzt geblieben. Das ist wirklich, aber das jetzt nur mal am Rande, aber halt bei Jeremy Irons passt es jetzt irgendwie schon. Was ich noch zu Ben Afflecks Batman sagen kann. Ich sag mal so, ich finde die Interpretation nicht schlecht und ich finde auch die Rolle nicht schlecht gespielt. Das Problem ist, sie ist mir an vielen Stellen zu ähnlich zu Bales. Und das liegt auch daran, dass halt beides sehr auf dieser Frank-Miller-Inkarnation aufbaut. Und auch so eben dieses Motiv aus Dark Knight Rises, der gebrochene und kampfesmüde Batman, das haben wir hier letzten Endes eigentlich auch wieder gehabt. Also so wahnsinnig originell fand ich jetzt so ich weiß nicht, für mich war das keine großartige Neuinterpretation, bis vielleicht auf die Brutalität. Ich würde halt fast sagen, es ist so eine Art von Weiterentwicklung von Bales Batman gedacht. Halt von wegen, weil es ist schon. Ja ein viel älterer Batman, der es schon über 20 Jahre macht oder so. Und der ist übelst halt, er ist alt abgekämpft, Robin wurde getötet. Er kümmert sich jetzt auch nicht mehr darum, ob er Leute ins Grab schickt oder nicht und so weiter. Und eben das finde ich, weil ganz viele Leute haben sich darüber beschwert. Ich denke mir, I don't give a shit. Mhm. Halt, ihr könnt ruhig auch andere Sachen mit Batman machen. Ihr könnt ruhig was machen, wo, ich meine, Spider-Man tötet jemanden in seinem ersten Film. Stimmt. Mhm. Und so, die anderen Schurken bringen sich dann gegenseitig selbst um, aber wie auch immer. Aber der andere Rest, halt, man kann ruhig Figuren, solange es Sinn macht innerhalb der Handlung und so sehr einfach der ganze Film furchtbar konfus ist und nicht durchdacht, das mit Batman und dass er tötet, ergibt Sinn in der Handlung. Ja, und wir können ja auch sagen, den Bale-Batman, den hätte man nicht in einem Mainstreaming-Film gesehen, wo dann noch die Justice League aufschlägt. Nee,
Das passt nicht. Kein Wunder, dass sie da neu anfangen wollten, weil das dann auch so rennt. Oder muss. Weil diesen Effekt gab es ja so ein bisschen mit Iron Man. Ja. Der erste Iron Man ist ja noch so in gewisser Realität verwurzelt. Und dann haben ja auch viele so die Augenbraue gehoben, wo sie sagten, warte, und jetzt bringen wir hier Götter mit rein und Aliens und so. Aber das wurde nach und nach reingebracht und hat dann gut funktioniert. Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen. Man guckt jetzt den ersten Iron Man-Film und denkt sich, meine Güte, ist das Ding zurückhaltend. Ja, da war das ja alles noch nicht. Ja, aber gerade in dieser Zeit lief doch The Dark Knight. In der Zeit, als Iron Man populär wurde. Ja. Man hat durch Bale quasi den Zug verpasst, den sie dann irgendwie überspringen wollten. Ja, die kamen im selben Jahr raus. Iron Man und Dark Knight, was ziemlich unglaublich ist. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe mal so ein irgendwie war da mal so ein Fernsehauftritt, glaube ich, von Downey Jr. mit seiner Iron Man-Maske und da war dann irgendwie so ein Junge, ja, der Iron Man-Film war ganz okay, aber Batman versohlt dir in einem Monat den Arsch oder so. Und wir könnten jetzt noch eine Brücke schlagen zu der lobenswerten Erwähnung. Kevin Conroy hat doch auch fast zeitgleich mit Bale die Arkham-Spiele synchronisiert. Ja. Und das dürfte auch einen enormen Popularitätsschub für Batman gegeben haben. Oh ja, den Dunklen Ritter selbst zu spielen. Und Kevin Conroy hat ja auch lange in der animierten Serie die Stimme gemacht. Genau. Und auch danach noch ganz, ganz lange in verschiedenen Projekten war es Conroy meistens. Und Mark Hamill als Joker, also wie in der Animated Series. Das war klasse. Ja, definitiv. Ja, Mark Hamill liefert auch wirklich ab in den Arkham-Spielen. Also vor allem im zweiten Teil, wo er da gesundheitlich angeschlagen ist. Das ist so fantastisch. Er wertet ja sogar diesen miserablen The Killing Joke Animated Film auf. Alles, was von ihm kommt, ist einfach Gold. Der Rest ist scheiße. Weil man auch einfach merkt, dass Hamill es toll findet, endlich diesen bestimmten Comic-Dialog vortragen zu können. Ja, er hat da einige Jahre wirklich drauf gewartet. Er hat gesagt, er will als Joker nur zurückkommen, wenn es diesen Film gibt. Dann gab es diesen Film. Ja. Ja, gut. Ja. Über den. Er ist scheiße, aber der Dialog ist immer noch da. Ja, aber der Film ist... Ich sag ja, alles von ihm ist gut, aber der Rest, auch dass Joker in den Puff geht, ja. Ja, das ist sehr gut, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass... Nö. Also Kevin Conroy ist schon eine lobenswerte Erwähnung auf jeden Fall. Der ist so, also in den Arkham-Spielen ist er der nahezu perfekte Batman. Und dann natürlich Will Arnetts grandiose Interpretation in Lego Batman. Und man darf da David Nathans deutsche Stimme nicht vergessen, welche seit Christian Bale auch mit dem Cape verwurzelt ist und dann wirklich auch in Lego Batman fast durchgängig die Batman-Stimme macht. Er war ja auch in den Arkham-Spielen. Ja, in der. Genau, haben ihn ganz lang behalten. Er ist quasi deine deutsche Kevin Conroy geworden für eine Weile. Ich weiß nicht, könnt ihr euch ein Arkham-Game vorstellen mit Peter Flechtner, also hier Ben Afflecks deutscher Stimme? Durchaus. Weiß nicht, könnte funktionieren. Ja. Okay. Bin offen. Also ich will es nochmal deutlich machen, ich habe jetzt nicht, wer weiß was, gegen den Ben Affleck Batman. Ich fand ihn halt so ein bisschen... Vielleicht lag es auch daran, es lag einfach zu wenig Zeit dazwischen. Ja. Genau. Das da ist dann auch der direkte Vergleich, drängt sich dann auch direkt auf. Und und es ist auch einfach, du hast nicht wirklich, es ist so ein neuer Batman, es ist halt ein alter Batman, aber es ist ein neuer Batman in dem Sinne. Und du musst dich daran gewöhnen und er hat keinen richtigen Vorstellungsfilm. Aber die Einführung von Bruce Wayne ist auch sehr gelungen in Batman wie Superman. Obwohl es ein bisschen dämlich ist, dass er da mit dem Hubschrauber ankommt und dann den er sagen muss. Boah, das ist richtig. Geht aus dem Gebäude raus, während da draußen 9/11 mal 100 schon abgeht. Ja, vor allem, was will er da ausrichten? Ja, was will er da ausrichten, hemdsärmelig? Das ist dämlich, aber die Szene ist trotzdem gut inszeniert und wie er dann den Blick hochwirft, wie sie da Kometen gleich abstürzen und sein hasserfülltes Gesicht. Mehr braucht man nicht. Ich fand, das ist tolles visuelles Erzählen gewesen und man versteht seine Motivation sofort. Der Rest des Films ist halt Schwachsinn, was alles runterzieht, aber es liegt halt wirklich nicht an ihm. Er verkauft das so gut es geht, was umso blöder ist, wie er dann in Justice League einfach ist, offensichtlich so ein bisschen zurücknimmt und so, phoning it in, das hat keine Zukunft hier, jetzt bin ich in einem blöden Kasperle-Theater, wo es nur noch um Kommerz geht. Ja, man hat auch richtig seine Lustlosigkeit in Justice League, hat man auch gespürt. Ja, ich fand es auch schade, man hätte mit Ben Affleck, das war auch halt so komisch, Snyder hat ja so ein bisschen versucht, mit ihm auch wieder so in die Detektivrichtung zu gehen, also da gab es ja auch diese halbgare Mission Impossible Nummer auf dieser Party. Ja. Diese Party ist generell so stellvertretend für den ganzen Film, weil da merkst du halt wirklich, wie überladen das ist.
Und oh, das ist dann so doof, wirklich so mit diesem scheiß Schiff. Er ist zu doof zum Googeln. Du weißt auch, wieso Ben Affleck unterschrieben hat. Weil er unter anderem bei Batman hätte Regie führen dürfen. Oh ja, das wäre was Tolles geworden. Ja. Ben Affleck im Town-Modus und inszeniert einen Batman-Film. Oh yeah. Und ja, mir tut's wirklich leid um ihn. Also ich mag ihn und mir tut's wirklich leid, dass man ihn, bevor er zum Zug gekommen ist, nicht wirklich großartig Eindruck hinterlassen konnte und was dann alles hinter den Kulissen abging. Ja, also und der dachte, ich glaube, er hat dann auch, es gibt ja dieses berühmte Hello Darkness, My Old Friend Video mit Ben Affleck, wie er da traurig sitzt. Mhm. Weil ich ihm das Gefühl hatte, er dachte, dass er mit das Gefühl hatte, es wäre seine Schuld, dass der Film versagt hat. Und nein, er war wirklich einer der Bright Spots, ironischerweise. Ja. Und ich glaube, das hat er nie so wirklich mitbekommen, leider, was schade ist, dass er wirklich richtig gut war. Oder er hat es nie wirklich überwunden, was dann mit ihm passiert ist. Und er war dann ja kurzzeitig auch alkoholabhängig. Das kam den Machern dann gerade zugute, weil man dann gesagt hat, ja, hier, der schafft's doch nicht mehr. Dann haben sie den quasi so auf unangenehme Weise abschieben können. Ja, ja, aber man muss natürlich sagen, dass Warner Brothers und Ben Affleck hat ja als Regisseur diesen unglaublichen Flop Live by Night gelandet. Ja, das war kurz danach. Das war auch so ein Baustein dafür einfach, dass, also er und Snyder sind bei Warner irgendwann dann so ein bisschen weg vom Fenster gewesen. Also bei Snyder, da hält sich ja bis heute das Gerücht, dass er eigentlich gefeuert wurde und dass diese Nummer, dass sich seine Tochter da, dass sie Suizid begangen hat, dass das eigentlich ein relativ guter Grund war, um den Abgang zu erklären, ne? Ja, genau, weil der Abgang erfolgte garantiert schon früher. Und auch nicht ganz zu Unrecht. Also. Nee, genau, die haben ihn zu Recht dann rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, fuck this. Also nochmal, ich habe nichts grundsätzlich gegen Afflecks Batman. Ich weiß nicht, es bleibt irgendwie für mich nicht viel in Erinnerung. Und jedes Mal, wenn ich dann mit Leuten diskutiere, die mir sagen, dass der für sie der tollste ist, dann kommt halt immer nur als Argument dieser Warehouse-Fight. Ja, das ist die beste Szene des Films, ungelogen. Ich war den ganzen Film über mega schlecht gelaunt. Da war ich absolut begeistert von. Das war im Prinzip eine verfilmte Version der Arkham-Spiele. Ja, das war auch cool, aber das reicht nicht. Das reicht nicht, um irgendwie. Nein, du hast schon recht. Das reicht nicht als Argument. Ich fand, seine ganze Performance hat das alles getragen. Aber Gruß an dieser Stelle an Mark Uhlenhold, dessen Lieblings-Batman das auch ist. Ja. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, hast du. Und wir vertreten ihn da gebührend, würde ich sagen. Ja, alles. Ja, ist auch nichts gegen einzuwenden. Jeder hat seinen Favoriten, passt. Ja. Hier der YouTube-Kanal Nerdkultur, den ich ja schon tausendfach erwähnt habe in den Recaps von Game of Thrones. Ja. Der hat's mal auf den Punkt gebracht in seinem Batman wie Superman-Video. Der, insbesondere dieser Warehouse-Scene, wird das einfach wirklich klar. Dieser Film skizziert diesen Batman, aber arbeitet ihn nicht heraus. Ja. Ich meine, es wird auch so viel angedeutet, auch mit diesem abgefackelten Wayne Manor. Das wirkt irgendwie alles so reingeworfen. Auch dieser merkwürdige Teaser da mit dem Robin-Kostüm, wo sich dann auch viel zu viele mit Theorien dran hochgezogen haben. Vor allem, was ich nicht als Robin-Kostüm erkannt habe. Ich saß da im Kino und dachte, wessen Kostüm ist das? Und das Scheißding war grau. Ja, das wirkte auch. Ich weiß nicht, ich muss auch zugeben, ich mag Ben Afflecks Batman-Anzug auch irgendwie nicht so. Der wirkt irgendwie so. Ich mag, das ist dieses Frank Miller-Design und mir gefallen diese zu kurzen Ohren nicht, aber das ist natürlich persönliche Vorzüge. Ja, das. Ja, aber nicht. Ich muss dazu sagen, bei mir ist es unter anderem auch einer der Lieblings-Batmans. Und den Film finde ich auch per se nicht schlecht, weil da so viele Referenzen an die Comics gebracht wurden. Und ich lese diese Comics eben gern und mich haben da einige Bilder wirklich gefreut. Und ich fand es auch super, wie er und Henry Cavill sich da geprügelt haben. Also seine Superman-Version, seine düsterere Superman-Version, wo der hinlangt, da wächst kein Gras mehr. Also das fand ich auch super. Also ich habe auch Cavill gern als Superman gesehen. Ich finde den Kampf zwischen denen wahnsinnig affig, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist affig, vor allem wenn es dann so weit kommt, dass er ihn mit einem Waschbecken oder einer Toilette verprügelt. Das ist so, vor allem, das ist so langweilig. Jetzt wird's zu Schrott. Ja. Der Fight ist unglaublich langweilig. Es ist nicht mehr als die beiden, die sich gegenseitig durch Scheiße schmeißen. Und wie Hans Zimmer das dann auch aufbläst, diese ich hasse dieses sogenannte Batman-Thema, ja, diese Wand aus Krach.
die er zusammen mit Junkie XL ich hab, da verbraucht das ist das, hat. Das ist ja. das Erste, was man hier auf dem Soundtrack-Album hört, dieses Bom, 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 Bom. Ich habe das gehört auf dem Soundtrack-Album zuerst, ich habe alle Hoffnung fahren lassen für den Score. Ihr, die ihr hier reinhört, lasst alle Hoffnung fahren. Ja, genau. Ich hatte den Soundtrack vorbestellt, bevor ich den Film gesehen habe. Ja. Und weil ich den ja auch besprechen wollte für meinen Blog und dachte mir, okay, ich höre jetzt mal rein. Ich bin offen. Meine Hoffnung ist nur, das ist nicht bloßes Gedröhn. Das mach's an, das Erste, was du hörst. Boom, boom, boom. Ich bin in meinem Sessel zusammengesunken. Da hat er dann alle Hoffnung fahren lassen. Ich war da wirklich sprachlos, als ich das gehört habe. Vor allem lächerlicherweise heißt es wirklich, sie haben da, also Hans Zimmer und Junkie XL haben da zusammen dran gesessen und glaube ich sogar noch ein anderer. Also bitte, wofür braucht man drei Leute für eine Musik, die förmlich klingt wie Akustik aus einem Foltergefängnis? Also das ist ja nicht mal wirklich Musik. Das ist halt generell so schade bei Zimmers Arbeiten mit Snyder. Du hörst eigentlich eine gewisse Motivik raus, aber das geht alles im Bombast unter. Gerade bei Man of Steel. Ja, ich finde, Man of Steel ist ein solider Score. Batman wie Superman war dann ein mega Rückschritt wieder. Obwohl ich dieses Beautiful Lie durchaus mag am Anfang. Also du hast ja erst dieses heute Gedröhne. Das emotionale Zeug, das passt gut. Obwohl es schon merkwürdig ist, weil Hans Zimmer hat ja eigentlich immer gesagt, dass er sich für Bruce Wayne nicht wirklich interessiert. Und das hast du auch gemerkt in den, generell war es irgendwie auch ein Fehler, nochmal Hans Zimmer zu nehmen. Und du merkst halt auch, dass Zack Snyder Superman hasst. Ja, das muss man nicht. Aber Hans Zimmer, ich habe auch mal ein Interview mit ihm gelesen, er hat ja wirklich gesagt, also größtenteils stammen die Batman-Motive wirklich von Junkie XL, wo man wirklich merkt, Hans Zimmer hat ein Problem damit, sich wirklich jetzt nochmal was Neues aus den Rippen zu leiern zur selben Figur. Ja, ja. Und Dark Knight, also man hört auch wirklich in Interviews, wo er wirklich sagt, mein Gott, ey, Dark Knight, das ist noch gar nicht lange her gewesen. Ja. Und ne, ich meine, da hat er ja auch schon minimalistisch gearbeitet, aber das war halt irgendwie so opernhaft, epochal und zu Snyder, das ist einfach nur tump, ich weiß nicht. Ja, definitiv. Und dann auch diese, da gibt es ja diese Szene in dem Kampf zwischen denen, wo er den irgendwie an seinen Grapple hängt und so eine richtige Karussellnummer mit ihm macht. Und ohne Scheiß, ne, der Score von Zimmer, der ist so over the top an dieser Stelle, ich muss jedes Mal mich totlachen. Ich muss es hier nochmal angucken. Das ist fast eine Selbstparodie, wirklich. Das ist so. Boah, also, ich meine, Hans Zimmer ist ja manchmal schon generell ein bisschen, ja, ein platter Prügler ab und zu, ne? Aber manchmal passt es halt auch, aber mit Snyder zusammen, da werde ich nicht glücklich mit. Genau. Nee, ich habe mich bei dem Film über eine andere Stelle aufgeregt und die hätte Superman zu tun. Ich dachte, kann der noch nicht mal in der Badewanne Sex haben, ohne dass dann Drama draus entsteht? Das passte irgendwie auch generell überhaupt nicht in seinen Charakter, dass er da wie so ein Mitternachtsstecher reinkommt. Also die fand ich auch total lächerlich, die Szene. Schade um Amy Adams, die ist eigentlich super. Oh mein Gott, Amy Adams, das ist ein Armutszeugnis von, wie scheiße man einen Charakter schreiben kann, dass nicht mal Amy Adams etwas dagegen ausrichten kann. Dabei fand ich in Man of Steel den Ansatz ganz cool, dass das mal eine Lois Lane ist, die von Anfang an weiß, mit wem sie es da zu tun hat, die sich dann nicht von der fucking Sonnenbrille blenden lässt. Schon, das, ja. Ja, aber man merkt schon, dass Snyder sich nicht wirklich interessiert für Superman und dass er diesen Konflikt mit der doppelten Identität, dass er eigentlich nur beiseite schieben will. Vor allem, wie schnell Jimmy Olsen getötet wird. Vor allem erfährt man ja nur im Extended Cut, dass es Jimmy Olsen ist. Ach, das ist so. Ja. Ich dachte halt, das ist irgendein. Und vor allem, dann greift er noch, wenn er nicht zur Kamera gegriffen hätte, der blöde Sack, hätten die da drin gar nicht den Peilsender gefunden. Ein schlechter Spion ist es also auch noch. Ja, stimmt, genau. Das ist so schlecht an der Stelle. Ach, das der ganze Film ist einfach so dämlich. Na gut, uns geht fast die Zeit aus, liebe Leute. Wir leiten jetzt mal über zum kleinen Rest, der uns noch bleibt. Und zwar. Ja, die Fledermaus, die im Raum steht und glitzert. Robert Pattinson wurde gecastet. Mega Aufruhr, natürlich dann Petitionen gegen Pattinson. Na, schönes Wortspiel. Wo er, besetzt ihn um, bla bla bla, weil, wir wollen das weil nicht. Die meisten kennen ihn nur aus Twilight. Die meisten kennen ihn als Glitzervampir Twilight. Den meisten ist nicht bewusst, dass er unglaublich viele dramatische Rollen direkt danach hatte, weil er natürlich so schlau war, sich dann so schnell wie möglich von dem Mist, den er selber hasste, zu distanzieren. Und er ist ein wahnsinnig solider Schauspieler in so vielen Sachen, die ich ihm gesehen habe. Einige seiner besten Sachen habe ich noch nicht mal gesehen. Und selbst auch in Twilight ist er nicht schlecht. Es ist einfach nur das Skript.
Er ist einfach, es liegt nicht an ihm in irgendeiner Form. Ah, er ist schon, also allein wie er versucht darzustellen, wie er seinen Blutdurst kontrolliert, indem er halt aussieht, als hätte er dauerhaft Migräne. Und zwar wirklich alle Filme schon durch. Ich mein, also, das dann auch mit einem Fehler von Regie und so weiter. Aber halt er ist halt auch selber nicht wirklich das Problem. Nee. Ich persönlich war von Anfang an, und wenn man bedenkt, einer seiner Konkurrenten war Nicholas Hoult, welcher auch nicht der typische Action-Held ist. Mhm. Was beweist, sie wollten definitiv in eine andere Richtung gehen hiermit, denn Robert Pattinson er ist nicht gebaut wie Christian Bale oder halt gerade wie Ben Affleck und so weiter. Er ist nicht der stämmige Muskeltyp oder sowas in der Art. Was bedeutet, mit diesem Casting zielen sie darauf ab, mit diesem Film in eine andere Richtung zu gehen. Und meine Hoffnung ist, dass sie hier eben den Detektivaspekt viel mehr in den Vordergrund rücken, welcher sonst immer so verloren geht. Oder meine Hoffnung ist, und da das war ja fast schon ein Meme, dass er Alec Guinness ist, also der Batman of the Future, und man sieht dann einen gealterten Michael Keaton als Bruce Wayne wieder. Das wäre klasse. Ich glaube, das wäre zu sehr wieder zurück zu dem. Ich meine, wir hatten ja schon Michael Keaton Callback mit Danny Elfmans Score für Justice League, wo er einfach das Batman-Thema nochmal neu auspackt. Warum auch immer. Was eben umso lustiger ist, dass man dann eben halt den Eindruck hat, man guckt hier Michael Keatons Batman zu bei der Justice League. Aber in dem Fall, nein, sie werden einfach noch eine komplett andere Richtung gehen. Ich hoffe mal, sie machen nicht schon wieder. Sie werden nicht nochmal Origin machen. Ich hoffe es. Regisseur Matt Reeves ist zu schlau dafür. Die werden auf jeden Fall einen bereits etablierten Batman haben, aber welcher, der vielleicht erst noch so seine Richtung finden muss. Sie werden auf jeden Fall in irgendeiner Form einen coolen Neustart machen damit. Ja, so wie in Arkham Origins so ein bisschen. Ja. Da ist er ja auch so seit anderthalb Jahren ist er so in seinem Job und noch relativ unbeholfen. Dann auch mal so unbeherrscht und so weiter. Unbeherrscht, unbeholfen. So könnte ich mir Robert Pattinson tatsächlich vorstellen. Ja, und es gibt auch eine gewisse Comic-Vorlage, da ist er auch noch nicht so allzu lange in dem Geschäft und die ganzen Gadgets oder Badgets stecken noch in den Kinderschuhen und die verfriemeln sich und alles. Er ist da wirklich noch eine Spur vertrottelt. Das könnte ich mir dann auch gut vorstellen. Das hatten wir natürlich ein Stück weit auch schon in Batman Begins, ne? Wenn man sich erinnert, wie er da zum ersten Mal Gordon aufsucht und sich dann da ordentlich, weiß ich nicht, von wegen, ich habe keine Ahnung, von Bassjumping oder so, ne? Ja. Das könnten wir durchaus kriegen, finde ich, um eine andere Parallele zu Bale zu ziehen. Vor allem hat ja Robert Pattinson sehr viel gemacht in den letzten Jahren mit David Cronenberg. Ja. Der hat ihn ja wirklich so unter seine Fittiche genommen. Mit dem hat er Cosmopolis gedreht und Maps to the Stars. Da kann ich auch mal kurz Werbung machen. Da wird ein Lovecast zu kommen von Movie Break. Ich spreche da mit den Kollegen Pascal und Stu über Maps to the Stars, wo ebenfalls Robert Pattinson dran mitwirkte, auch wenn er eher eine Nebenrolle hatte. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte mit Cosmopolis, es gibt unglaubliche Parallelen zwischen Cosmopolis und American Psycho tatsächlich. Oh, ja. Okay. Also es sind beides sehr ähnliche Vorlagen, es ist eine sehr ähnliche Rolle und, also ihr habt den nicht gesehen, ne? Nein. Guckt euch den an, wirklich. Also da ist. Aber wir haben ja zusammen noch mit ihm High Life besprochen, wenn ich mich richtig erinnere, und der ist gerade auch erst vor kurzem gestartet. Genau, der ist jetzt erst diese Woche. Letzte Woche gestartet, genau. Und es kommt auch noch. In Cannes lief jetzt zuletzt The Lighthouse. Genau, von Robert Eggers, von dem Regisseur von The Witch. Genau, mit ihm und Willem Dafoe. Und Willem Dafoe hat auch sich, also der hat ja jetzt zuletzt dann erst mit dem gespielt und ist ziemlich begeistert von seinem Casting als Batman tatsächlich. Ja. Okay. Die meisten, ich meine auch, das sind schlaue Leute, die das da besetzen. Die wissen ganz, natürlich ist es in gewissem Sinne gegen den Strich, aber die meisten Leute, die halt Robert Pattinson aus Twilight kennen, die sind entweder nachtragend oder haben alle unter dem Stein gelebt. In dem Sinne halt, die wissen ganz genau, was sie tun. Die wissen, dass sie in eine ganz bestimmte Richtung wollen und sie wissen, was er drauf hat. Und dementsprechend, ich freue mich erstmal sehr für Pattinson, weil das jetzt die endgültige Chance für ihn wäre, auch im Mainstream eben wieder das Glitzervampir-Image abzuschütteln, eben im Mantel der Fledermaus.
Er wird nächstes Jahr schon eine haben. Er hat ja auch die Hauptrolle in Nolans Tenet. Oh ja, ja, genau. Nächstes Jahr. Stimmt. Ne? Also spätestens das wird ihn. Ja. Das wird schon so eine Art Warm-up sein. Ich meine, es ist doch kein Zufall, dass er mit Christopher Nolan arbeitet und dann als nächstes diese Rolle kriegt. Es kann auch sein, dass Nolan da irgendwie auch ein bisschen was in die Waagschale für ihn geworfen hat. Ja, aber ich kann ja schon mal sagen, skeptisch dürfen wir alle sein. Wir sind noch ein bisschen skeptisch, aber anstatt einfach mal abzuwarten, erstes Bildmaterial, Trailer oder sogar schon den ganzen Film direkt im Vorfeld so eine Hasskappe zu schieben, das ist momentan einer der beschissensten Trends, der aktuell im Internet ist. So läuft's im Internet, das ist das Internet, ja. Und das wird sich nicht ändern, das ist immer so. Ja. Obwohl die Petition hat, ich habe vorhin nachgesehen, die hat 710 Unterschriften. Aber die wurde halt schon gemacht vor 2 Wochen, ja. Als gesagt wurde, dass Pattinson ja in der Endauswahl ist. Also es lag bis, also ich glaube heute ist es sogar, oder gestern ist es erst offiziell wirklich bestätigt worden von Warner, dass er es geworden ja, ist. Ja, ja, genau. Und diese Hetze gibt es schon wirklich, seitdem der Name nur gefallen ist. Also es ist so furchtbar. Ich kann wirklich nochmal, also um das hier zu sagen, wer wirklich mal sehen will, wie der sich weiterentwickelt hat, der soll sich Cosmopolis ansehen, der soll sich High Life ansehen, der soll sich Good Time ansehen oder auch The Rover, wo er mit Guy Pearce gespielt hat. Also großartig. Vor allem seine beste Performance ist vielleicht wirklich Good Time. Also wer danach noch an den Glitzervampir denkt, der ist wirklich... Aber was ich nicht verstehe, ist vor allem, wir hatten das jetzt gerade im Bezug zu Batman. Hatten wir das so oft. Wir hatten es mit Michael Keaton. Wir hatten es mit Heath Ledger. Wir hatten es mit Christian Bale. Wir hatten es mit Ben Affleck. Jedes Mal die Vorzweifel und dann wurden wir eines Besseren belehrt. Wo ich mir denke, könnt ihr nicht irgendwann mal daraus lernen und dann einfach tatsächlich mal abwarten und euch denken, hey, die werden schon wissen, was sie tun. Gerade im Zusammenhang mit Matt Reeves, welcher ein genialer Regisseur ist. Halt, meine Güte, halt, das ist einfach so furchtbar, wie oberflächlich und vorsinnflutlich das Ganze immer ausartet. Ja, vor allem Twilight ist jetzt halt schon wirklich richtig, also der hat auch, während Twilight hat er schon andere Sachen gemacht, ähnlich wie auch Kristen Stewart, das muss man auch mal sagen, wer die auch nur auf Twilight reduziert, Glückwunsch, ihr habt bestimmt 10 Jahre Film verpasst. Ja. Die hat schon während Twilight jede Menge Indie-Filme gemacht und das ist halt so schön gewesen bei Pattinson. Viele, ja, ich meine, ich kann es verstehen, wenn man ihn auf Twilight reduziert von der Warte aus, dass er halt völlig im Indie-Film verschwunden ja, ist. Ja, genau. Der hat ja wirklich keine Mainstream-Filme gemacht. Was war sein einziger wirklicher Mainstream-Film? Planet der Affen. Nee, da war er nicht drin. Königin der Wüste vielleicht noch. Königin der Wüste von, ja, obwohl es das Mainstream-Film gewesen, von Werner Herzog. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Der ist ja auch grottig besprochen worden. Ich würde sagen, Wasser für Elefanten war Mainstream. Stimmt. Das war kurz nach Twilight. Und das war ja in dem Sinne auch noch, das war noch so ein bisschen seiner Komfortzone, weil das war dann ja auch eine Liebesgeschichte und all das. Und es ist, ich finde auch, dass es ein guter Film ist, aber das war halt definitiv ein Mainstream-Film. Ja, oder jetzt hier dieser Remember Me, den er, glaube ich, zwischen 2 Twilight-Filmen gemacht hat, sehe ich gerade. Oh, der mit dem 9-11-Twist? Das weiß ich leider nicht. Ich habe den nicht gesehen. Ja, ich weiß nur, dass ja, da nur doch. Pierce Brosnan drin ist. Ich kann nur sagen, ich fand es sehr schade, ich habe damals mal ein Interview gesehen, also Robert Pattinson ist ja ursprünglich eigentlich aus Harry Potter, also Cedric Diggory war er da ja für einen Film, was ich da so traurig fand oder so seltsam, weil ich hatte damals ein Interview mit ihm gesehen bei der Premiere und da sagte er so, ja, ein Glück, dass ich im Film sterbe, dann werde ich nicht auf ewig mit dieser Rolle in Verbindung gebracht. Oh, und danach, ja. Ja. Ich meine, der hat dann davor wirklich nichts gemacht. Also ich sehe das hier, der hatte eine kleine Rolle in der Nibelungen-TV-Verfilmung, diese ganz furchtbare mit Benno Fürmann und Kristanna Locken. Oh und Gott. Vorher hatte er einen Mini-Auftritt in Vanity Fair und dann war er Cedric Diggory, wo ich ihn eigentlich, ich muss auch sagen, ich finde ihn als Cedric Diggory in Harry Potter, fand ich ihn sympathisch. Er hatte jetzt... Seine erste große Rolle hat das auch gut gemacht, ja. Ja, der ist einfach... und keine Ahnung, also du hast auch in Twilight hast du eigentlich auch gemerkt, dass er kein wirklich schlechter Schauspieler ist, genauso wie bei Kristen Stewart. Ist er scheiße geschrieben? Ja, gut, also die Vorlage, da hätte man eh nichts mehr. Also das. Nee, genau, da könntest du nicht mal jemanden wie Stanley Kubrick dazu bringen und sagen, hier macht das besser. Zu aller Fairness, wir sind da nicht die Zielgruppe, das sind irgendwelche Mädels in der Pubertät. Ja, oder deren Mütter. Ja, man kann trotzdem, wenn man nicht die Zielgruppe ist, kann man erkennen, wenn etwas objektiv schlecht ist oder nicht. Ja. Aber das ist generell das Problem des ganzen Twilight-Franchises. Das ist, ich verstehe auch überhaupt nicht, warum das in den Mainstream gerückt ist, weil
Das ist doch eigentlich, weiß ich nicht, für Emo-Teenager und deren Mütter, die denen das dann vom Nachttisch klauen, wenn die eingepennt sind. Es ist Porno für kleine Mädchen. Und ich kann bis heute stolz sagen, dass ich keinen einzigen dieser Filme erdulden musste. Also, yippie. Ja. Ich habe den ersten und den letzten im Kino gesehen. Die anderen habe ich übersprungen. Die habe ich überhaupt gar nicht geguckt. Schande, Schande, Schande. Also, ich habe mal eine Wette verloren und ich habe alle 5 Teile tatsächlich gesehen. Oh. Der zweite ist vielleicht einer der fürchterlich langweiligsten Scheißfilme, die ich jemals gesehen habe. Oder versuch mal den vorletzten. Ja, ja, gut, gut. Der hat immerhin diesen ekligen David Cronenberg-Horroranteil. Ja, oh Gott, und dann, also, da muss man wirklich nicht drüber reden, die sind einfach fürchterlich und auch, die waren auch damals schon scheiße und sind im Nachhinein, also ich bin auch froh, dass eigentlich nicht viel geblieben ist von Twilight, so in der Popkultur. Der letzte ist eine geniale Komödie, eine wundervolle, unverwittige Komödie. Den habe ich mir sogar in der Special-DVD-Fassung gekauft und daneben Tropic Thunder und so weiter eingereiht, halt in meiner Komödiensparte, der Film war unbezahlbar lustig. Dafür, dass wir nicht über diese Filme reden wollen, reden wir verdammt lange drüber, aber ist jetzt nur... Genau. Nee, ja gut, wir können gerne, ihr habt ja Cosmopolis nicht gesehen, deshalb will ich euch jetzt da auch nicht... Ich habe irgendwie außer High Life keinen deiner genannten Filme gesehen. Dann nachholen, wirklich, also vor allem mindestens okay. Good Time nachholen. Also in Good Time ist er total, verschwindet er wirklich völlig hinter seiner Rolle, weil er so richtig abgeranzt aussieht. Und das hat er auch, das muss man auch nochmal betonen, das hat er auch mit Christian Bale gemeint, dass er sich schon teilweise in Rollen richtig reinhängt. Ne, und halt auch so mit Verwandlung in dem Sinne so gesehen. Okay, cool. Ich habe den Eindruck, dass der halt, es ist so schade, er ist einfach so ewig unterschätzt, aber ein gewisser Anteil, die den halt aus dem Indie-Kino kennen, die sind voll des Lobes für den. Ich meine, klar, der hat natürlich auch mal daneben gegriffen, hier diesen komischen Belle Army, den er auch gemacht hat, glaube ich, nach Twilight. Ja. Hier mit ich glaube, Uma Thurman und so weiter, der war, glaube ich, auch nix. Oh. Da weiß ich auch noch, da das ist auch so richtig berechnet bei Studio Kanal gewesen, auf den Panem-DVDs war jedes Mal ein Trailer zu dem Film. Oh Gott, also, da wollte daher man so, kenn ich das. Da, oh. Genau, da wollte man so richtig schön die Zielgruppe einfangen. Aber wie gesagt, also Leute, ohne Scheiß, also ihr beiden und auch ihr da draußen, gebt ihm wirklich mal eine Chance. Schaut euch, bis dieser Batman kommt, schaut euch wirklich mal ein paar Filme mit ihm an, vor allem die mit David Cronenberg. Und was am ehesten noch Mainstream-Film ist, ist hier Versunkene Stadt Z, also hier The Lost City of Z. Da ist er auch. War da nicht Charlie Hunnam dabei sogar? Genau. Ja da waren einige drin, der hat leider total gefloppt. Ist ein großartiger Abenteuerfilm von James Gray. Okay. Und ein Oldschool-Abenteuerfilm auch auf jeden Fall. Ja. Ja, auch so richtig. Ich finde es halt schade, dass der so völlig untergegangen ist, weil es so schön, dass solche Filme überhaupt noch gemacht werden. Ja, es ist halt ein extrem alt. Ich habe ihn nicht gesehen, aber mein Bruder kam raus und war auch überhaupt nicht begeistert davon. Er ist ein paar Jahre jünger als ich. Und das kann ich auch. Ich habe halt mich gefragt, ist es so eine Art von Generation-Ding? Er hat gesagt, du bist nicht so viel älter als ich und ich kenne mich auch gut mit Filmen aus und so weiter. Und da hat er natürlich recht, weil es ist. Nicht verwerflich, warum sowas im Mainstream nicht wirklich ankommt, weil es ist ein sehr, sehr von dem, was ich gehört habe, es ist ein sehr, sehr altmodischer Film im Stile von sowas wie zum Beispiel, wie hieß dieser große Western-Flop von damals? Lone Ranger? Na, du meinst... Viel, viel früher, der von dem Typ, der vorher Deer Hunter gemacht hat. Oh Gottes... Ich weiß, war das nicht der Film, der erstmal das Ende der Blockbuster-Filme angeläutet hat? Das war das Ende des neuen Hollywood, ja. Ja. Dieses 4-Stunden-Ding, was sie dann irgendwie runterkürzen. Nach Deer Hunter hatte gemacht und dann hat er, das ist so ein ganz, das ganz, ganz berühmter Film. So ein ganz Ich hab den sogar und der war wirklich... Heaven's Gate, so hieß er. Ja, okay. Danke. Okay. Genau, ich bin jetzt von selbst drauf gekommen tatsächlich wieder. Ja, genau, aber das in dem Sinne. Naja, gut, das beiseite gelassen. In Conclusion, ich will das hier irgendwie in eine Richtung steuern, dann auch beenden. Mhm. Wir sind sehr interessiert an Robert Pattinson als Batman und wir haben interessante Erkenntnisse gewonnen bei der Rekapitulation der anderen bekannten Batman-Darsteller. Ich hoffe, ihr konntet auch ein paar neue Facetten dem Ganzen hier abgewinnen und wir können sagen, jeder hat auf jeden Fall versucht, sein eigenes Ding zu der Rolle zu bringen, andere hervorstechender als so manch anderer.
Ja, es wird spannend, was Robert Pattinson halt der Rolle geben wird. Ja, ganz genau. Obwohl ich so eine leichte Befürchtung habe, dass es vielleicht zu sehr in eine ähnliche Richtung gehen könnte wie bei Bale. Ja, gut möglich, aber na, wir werden sehen, ja? Wir werden es sehen. Ja. Aber diese Noir-Note, die könnte er, glaube ich, gut rüberbringen, denke ich mal. Das denke ich auch, auf jeden Fall. Und dass er jetzt irgendwie, ja mein Gott, der muss sich halt in Form bringen. Na, das ist eigentlich alles, was der tun muss. Kommt auch darauf an, wie sie die Rolle interpretieren werden. Es muss auch kein mega muskulöser Kämpfer-Batman sein. Wer weiß, was die da noch so alles das wird er auch ja, draus machen können. So oder so, ich hatte unglaublich viel Spaß mit diesen tollen Erkenntnissen und diesen Diskussionen über die verschiedenen Darsteller der bekannten DC-Fledermaus. Leute, das habt ihr wirklich großartig gemacht. Das ist eine schöne kleine Runde geworden. Jetzt dürft ihr nacheinander noch mal ein bisschen Werbung machen. Patrick, wo findet man dich im Interweb? Natürlich hier beim Telestammtisch und bei den netten Kollegen von den Comic-Cookies. Und jetzt eben in Zukunft auch hier bei den Angry Nerds, was jetzt endlich mal unser erster offizieller Podcast ist. Ah, ich bin erleichtert, das war wirklich eine Zangengeburt. Ja. Der Weg dahin. Aber ja. Meine Fresse, endlich haben wir es mal geschafft und hätten hier auf den Mark Uhlenhort gehört. Der hat von Anfang an Batman vorgeschlagen. Vielleicht hätte es dann direkt geklappt. Wir werden es sehen. Na gut, wir hatten jetzt halt den thematischen Kickoff dafür, ne? Mit dem Casting. Genau. Ja, ja. Ganz genau. Dom, hau raus. Wo finden wir deine Batcave? Meine Batcave. Ich habe mich schon relativ hier eingerichtet, eigentlich beim Telestammtisch. Bin aber jetzt mittlerweile auch dabei, mich fest zu etablieren bei den Kollegen von Movie Break, mit denen wir ja sehr viel gemacht haben zu Game of Thrones. Und ich war da jetzt auch halt dann im Folge dessen schon einige Male zu Gast und werde da auch so einige Geschichten anleiern. Da könnt ihr euch drauf freuen. Online findet man mich unter Dom Carnage hauptsächlich oder aber bei Moviepilot noch unter meinem wunderschönen Namen Dremumdi Bolzen. Ja, das war's soweit von mir. Wunderbar. Meine flatterhaften Tätigkeiten könnt ihr finden, wenn ihr mir auf Facebook und Twitter folgt, @LasseVogt. Mein YouTube-Kanal heißt Wettdeppert, darauf findet ihr meine Kurzfilme und auch einiges Batman-Material, was ich so gemacht habe. Betreibe den Podcast Fans About Films, wenn ich hier nicht beim netten Telestammtisch unterwegs bin. Findet ihr auf Soundcloud und iTunes, auf Englisch und auf Deutsch. Ich betreibe außerdem zusammen mit Lai Perez den rein englischsprachigen It's a 90s Christmas Podcast, auch zu finden auf iTunes und Podomatic.com. Und ich habe schon einige Batman Soundtracks rezensiert auf scoregeek.wordpress.com. Schaut da unbedingt vorbei. Meine nächste Kritik wird die zu Godzilla King of the Monsters. Ein grandioser Score. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt beim großartigen Telestammtisch. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Teil des Teams sein wollt, wenn ihr mehr Inhalt haben wollt. Wir arbeiten wirklich rund um die Uhr, dass wir hier euer Entertainment liefern. Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier zu Gast wart. Vielen Dank auch nochmal an Marc, der uns unterstützt hat, obwohl er es leider eben nicht terminlich geschafft hat. Aber wir waren in Gedanken bei ihm und er hoffentlich auch bei uns. Sein Spirit war auf jeden Fall mit uns auf dieser kleinen Reise durch die Welt des geflügelten Rächers. Und damit sagen wir adieu, Gotham City, und hab eine gute Nacht. Ciao, ciao. Ciao.